Wollen wir mal richtig ungesundes essen? Also eigentlich, ja. Ha, guck mal, der Ronny hat eine Kiste gepackt. Ihr habt euch drauf gefreut. Moin zusammen, schön, dass ihr auch da seid. Nach der letzten Community-Abstimmung, was diese Futterbox-Battle-Geschichte angeht, wurde ja einstimmig fast entschlossen, weiß ich, also glaube ich zumindest, ist ja auch egal, ich rede mir das jetzt schön, dass ich so eine Kiste packen soll. Habe ich auch getan. Und da ist sie. Wir haben überhaupt ja keine Umfrage gestartet. Ist doch egal. Aber ich glaube, bei der letzten war Ronny nach Sophie dran. Genau, so war das. Ja, jedenfalls sind wir alle jetzt am Start. Ich sitze noch hier vorne, vielleicht bleibe ich sitzen, vielleicht gehe ich auch und gucke mir das an. Aber eigentlich weiß ich ja, was für ein geiles Zeug ich gekauft habe und will ja am liebsten jetzt direkt selber reinbeißen. Also von daher muss sich wohl jemand mit mir auseinandersetzen, ob er vielleicht was abbekommt von dem, was ich reingepackt habe. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Wer hat Bock, wer hat keinen Bock, wer bleibt sitzen, wer steht auf? Du entscheidest. Ja, mir ist das auch egal. Aber Kai, du sitzt so unbequem, du darfst gerne nach vorne kommen. Ich habe die Ehre, dein gepacktes Paket... Du darfst auch den ersten Schnitt ansetzen. Nice. Dann bin ich ja gespannt. Ich erstmal. Ich habe schon wieder vergessen, was ich bin mal gespannt, wer auf der Kamera diesen kleinen Spruch hier lesen kann. Schreibt es mal in die Kommentare. Oh nein. Liken und abonnieren nicht vergessen. Liken, teilen und abonnieren. Dann wollen wir nicht übertreiben. So. So, ich bin gespannt. Darf ich jetzt wirklich hier, ich habe Freifahrtschein, ich darf rausziehen, was ich will? Oder ich ziehe jetzt irgendwas raus und dann sagt Ronny, ah nee, das wollte ich aber eigentlich mit Daniel kosten. Das könnte und dann durchaus passieren, ja. Ja. Na gut, solange nicht Süßströmig dabei ist. Komm, wir ziehen oben raus. Das Beste. Einmal so. Ich kann es immer noch. Lotus Pops. Was? Genau. Und genau aus dem Grund kann ich jetzt nicht einfach gehen, weil ich nämlich auch nicht weiß, wie die schmecken. Und vor allen Dingen mit pinkem Salz. Himalaya-Salz? Okay. Also steht so drauf. Snack Happy. Vegan, glutenfrei, zuckerfrei, ohne Zusatzstoffe. Das klingt nach keinem Geschmack. Ja. Aber, oh, die kann man sogar noch warm machen. Wir essen beziehungsweise als Croutons in der Suppe benutzen. Sagen wir mal so. So. Ja, okay. Hast du denn schon gesagt, was das überhaupt ist? Das sind so eine Reisbällchen, nee, oder Puffchen oder sowas. Mais. Maispuffis? Nein. Auch nicht. Die Samen gehören zur Familie der Seerose. Das sind Lotussamen. Okay. Okay. Deswegen steht da Lotuspops drauf. Lotus-Samen. Dieser beliebte Snack aus meiner Kindheit. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wer auch immer das gemacht hat, aber oh, ja. Hergestellt in Indien. Okay. Okay. Jetzt wird's interessant. Okay. Also das sind 30 Gramm. Und jetzt wollen wir mal gucken, ohne dass wir die ganzen Poppies hier entgegenspringen. Na, ich bin, ja, haben wir. Es riecht nach nichts. Wirklich nach nichts. Zeig mal von oben. Ronny darf auch gleich noch einen Rüsseltest machen. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Aber es riecht wirklich, es riecht nach gar nichts. Doch, nach Salz. Was? Ah, und ein bisschen Frittierfett. Ja, ja. Ich weiß nicht, was deine Nase macht, aber... Komm, hier, deine Lotus-Pops. Schön mit Himalaya. Aber die sind alle unförmig. Salzig. Ja. Bisschen bissfest. Ein bisschen Eigeschmack. Also der erste Eindruck war so ein bisschen, da hat es ein bisschen so nach... Jetzt ist halt die Frage, wie Lotus schmeckt, ne? Sieht aus also wie Kaugummis. Gebrauchte Kaugummis. Gebrauchte Kaugummis, wo schon ein bisschen Dreck dran ist. Ja, das ist jetzt ja sehr appetitlich. Na, meine beste Beschreibung hast du anscheinend schon überhört. Also, aber die essen sich weg, wenn man denn ein paar... Das schon, aber das ist irgendwie wie geschmackloses Popcorn mit Salz. Ja. Hm? Und ohne diesen Kern. Ja. Genau, so, ohne so diesen Kern. Ohne das, zwischen den Zähnen Puff, Reis, aber eigentlich ganz geil. Mais, so, ne? Aber ja, ein bisschen zu salzig. Ein bisschen fester. Ja. Ja. Eigentlich also fast ein bisschen zu salzig. Nicht ganz so weich. Finde ich gut. Lösen sich nicht klemmen. Aber wenn die jetzt nicht sehr teuer sind, dann ist das ein richtig geiler Snack. Das ist ein guter Stichpunkt. Ich enthalte mich jetzt beim Raten mal. Als wenn du den Preis gemerkt hast. Ich würde sagen, dadurch, dass hier schon wieder nur 30 Gramm drin sind, wahrscheinlich kostet so viel wie eine große Tüte Chips, deswegen würde ich sagen 1,99, was ich schon echt viel fände. Nö, ich sag 99. Hat sonst noch jemand Einwände? Ich sag 99 Cent. Oh, Marci, du bist aber sehr gut dran. Ja, ich bin da so bei Kai, ist sehr exotisch, also ja, denke da auch so 1,99, vielleicht sogar mehr. Ja, ich glaube halt, sonst hätten sie die Tüte größer gemacht. Aber Ronny hat doch gesagt, vielleicht kostet er ja 2,50. Nein, richtig, 1,99. Oh, okay, teuer. Also zum mal ausprobieren, ja. Ja, es ist aber schon. Aber schade, sonst könnte man sich das, ja, sonst könnte man sich das häufiger holen. Schmeckt echt gut. Also der erste war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weiß ich nicht. Aber es schmeckt jetzt trotzdem nicht irgendwie speziell, es schmeckt ein bisschen anders. Aber es ist irgendwie interessant. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Genau.
Schöne Konsistenz. Also isst sich wirklich wie Popcorn. Nur ein bisschen runder und halt leicht gesalzen. So, soll ich nochmal reingreifen oder suchst du raus, was ich jetzt verköstigen muss? Ich überlege gerade, was ich mache. Oder muss ich mich verdünnisieren? Ach, einen können wir noch. Du bist heute der Bestimmer. Ronny, Spoiler, genau, das gefällt dir. Du hast doch bestimmt die Hälfte schon wieder vergessen. Die hatten wir sogar schon mal. Ja. Die gebrannten Kürbiskerne. Die sind verdammt lecker. Ja. Oh yeah. Seeberger geht sowieso immer. Ist leider halt teuer. So, wir gucken mal, dass wir hier nicht die ganze Tüte so aufgreifen. Ich sehe sie schon herfliegen. Nee. Vorsichtig. Und es riecht schon sehr gut. So, ihr dürft zuerst gucken. Oh, sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Gebratene Asse. Oh, ja. Ist mir egal, das riecht einfach nur lecker. Es hat jetzt nichts so mit gebrannten Mandeln, so den Geruch, den man kennt, zu tun. Es riecht undefinierbar, aber süßlich. Das auf jeden Fall. Du hast praktisch nur die Sachen gekauft, die du eh gerne essen willst, weil du dir so denkst, die angebrochenen Tüten am Ende mitnehmen. Ja, gebrannt und so, Mandeln und so weiter, ist ja immer gut. Das sind auch Kürbiskerne. Ja, ich weiß. Aber lecker. Ja. Aber man schmeckt eigentlich nur süß. Also von den Kürbiskernen kommt nicht viel rum. Weil die halt auch so klein sind. Ja. Bei Mandeln hast du ja natürlich mehr. Mm. Und hier hast du eigentlich nur dieses Kandierte außenrum. Göttlich. Sehr lecker. Ich finde, die habe ich gut ausgewählt. Lecker. Und ich würde aber sagen, aus Erfahrung, über 3 Euro. Ich sage 3,50 oder 3,30. Ronny hat ja dann noch einen anderen Ansatz. Der hat das günstigste Seeberger-Produkt überhaupt gefunden, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wie viel ist da drin? 150 Gramm. Also vielleicht waren sie natürlich im Angebot. Kürbiskerne sind relativ günstig, sonst auch immer. Also zumindest nach meiner Ansicht. Marci, erzähl weiter. Ich sag 2,49. Ja, da würde ich mitgehen, ja. 2,49. Das ist viel zu günstig. Warum? Weil Kürbiskernöl ist schon teuer. Ja, aber Kürbiskerne jetzt nicht. Kürbiskernöl wird ja auch extrahiert. Ich sag bestimmt 5 Euro. Du sagst 5 Euro. Du warst mit einkaufen. Ja, denkst du, ich kann mir das halt merken? Wieso du das noch? Ja, soll ich denn das Rätsel auflösen? Ja, mach mal. 2,99 €. Also ist jetzt auch nicht also günstig. Also genau in der Mitte aber zwischen. Aber okay. Genau. Erst beziehungsweise ich bin hier dran mit 3,30. Yes. Was? 3,30 hast du gesagt. Doch, ich habe erst 3,50, dann habe ich 3,30. Das hat keiner gehört. Da habe ich große Schnitte. Ja, gut. Ist egal. Ich habe auch 3,50. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Genau. Ja gut, wenn du so schön geraten hast, kannst du jetzt gehen und der Nächste darf herkommen. Du bestimmst, Conny, du bestimmst. Marci, komm mal ran hier. Oh nein. Holzbein Kiel. Ich hab mir Knie verdreht. Hohlbein Kiel. Das Appetit ist fein. So. Aber weißt du, wie bei Jack Sparrow gemacht wurde? Ab und einfach Holzstumpen ran. Oder pass mal auf. Oder bei Alice im Wunderland. Kopf ab. Ich hab hier noch was. Kleines? Ach, hat nicht Rini passt, wa? Nee. Ich sag doch, Ronny kauft die Sachen, die er weiß, die will er dann mitnehmen können. Aber ich weiß doch nicht, ob es schmeckt. Zeigen. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen wieder rauszoomen. Ist eine XXL-Party-Kiste. Ich glaube, das ist tatsächlich neu im Sortiment gewesen. Kai, hast du gesehen, wie man das aufmacht? Ja. Ich war auch erstaunt gewesen, das sah dabei kauft das teilweise Marci, ich bin halt nicht so geübt im Chips-Tüten öffnen. Ja. kriegst gleich wieder dein Diss zurück. Okay, ich nehme das sah dann bei Kaufland teilweise so aus wie in Amerika, ey. Da hatten überall diese XXL-Tüten. Schön raufgemalte Streifen. Die sind echt. Nein, das sind echte natürlich. Speckstreifen. Vom Speckschwein. Genau. Vom Speckstreifenschwein. Kann man essen, oder, Marci? Mhm. Warum gehst du oder gleich? Marci, das ist aber lieb von dir. Das kläre ich wieder alles ich mit dir. Ich habe Ambitionen, ich will Mitarbeiter des Monats werden. Dann lauf mal. Ich musste ja nicht, dass wir dafür eine Umfrage machen. Aber bin ich Schön. Ich esse mal noch einen. Wenn man dran riecht, das riecht nach, was ist in den Suppen drin, wenn du Suppengrün kaufst? Ja, so Maggi halt, klassisch. Nee, ist, wenn du ein Bündel Suppengrün holst, da ist doch immer dieses eine, diese Wurzel. Sellerie. Ja. Das riecht voll nach Sellerie. Hä? Schmeckt doch so ein bisschen. Doch. Ich rieche den gerade, das riecht nach, oder hattest du das Sellerie an der Hand? Doch, es riecht so ein bisschen wie so ein Suppengemüse. Okay. Aber grundsätzlich ist okay, glaube ich, vom Geschmack, oder? Also so wie man es kennt eigentlich. Ja, also ist jetzt nicht so, wie man Bacon Barbecue irgendwie so wahrnimmt, sondern wie es halt nur interpretiert wird. Aber ist okay. Wie gesagt, hier haben wir 250 Gramm. Ich fand das sehr sportlich, weil nämlich jetzt direkt die Anekdote zu dem Preis kommt. Was glaubst du, was es ist? Bitte sprechen Sie rein. 2,49 €. Bitte sprechen Sie rein. Hm. Nee, falsch. Also das ist 2,99 €.
Das ist eine günstige. Aber das ist auf jeden Fall so für eine Party oder so, kriegst du eine große Schale gefüllt. Aber ist eigentlich krass, so eine Riesentüte, und es sind trotzdem nur 250 Gramm. Weil es halt bis hier oben ist halt Luft, aber dann ist es nur noch eine normal gefüllte Tüte. Und was für, aber da kannst du auch nicht so viel von essen. Das ist schon sehr salzig. Es wird dann halt salzig. Ja, und vor allem wird man davon richtig fett. Da kriegst du richtig Durst. Na, will noch jemand? Nein, also. Aber die Marke ist unbekannt? Oder? XOX, ich weiß nicht. Ich glaube, die ist neu im Sortiment. Ich habe die vorher noch nicht gesehen. Also bei Kaufland neu im Sortiment. Aber nicht. Ja, nee, die gibt's schon. Die gibt's also schon. 1 Gramm, 1 Cent. Ich sag da 1,90. Oh, ich ja noch weniger, ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und? Dann sage ich 3 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. 2,99 hast du gesagt. Also auch 3 Euro. Gut. Nee, hast du nicht gesagt. 2,99. Ja, ich sag jetzt 3 Euro. Und der Preis war? 2,99. 2,99. Ich hab 2,99 gesagt. Ja, hast du ja auch. Gut. Hab ich. Geil. Schön. Sollte doch eine Strichliste. So wird man Mitarbeiter des Monats, wenn man vorher die Preise steckt. Das ist der Chef. Ah, wie soll der Mitarbeiter des Monats werden? Nee, du hast ihm die Preise gesteckt. Ja. Ich hab hier niemand was gesteckt. Ich möchte auch mal Mitarbeiter des Monats sein. Führen wir sowas überhaupt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Jetzt schon. Ich habe eine Tür, aber meine Idee. Deswegen bin ich per se schon mal der erste Mitarbeiter des Monats. Hättest du wohl gerne. Naja. Du schneidest dir die Videos immer so zurecht, wie du es möchtest. Ja, genau. Alter Fuchs. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten, aber die haben mich so angelächelt und die sagten so, Ronny, nimm mich mit. Ronny, vernasch mich. Ronny, iss mich sofort. Und laut deiner Aussage stand jetzt auch Marcis Name da drauf, ja? Nee, Ronny, ich weiß, was Marci macht. Teile mich mit Ronny. Ja, das könnte auch sein, ja, das könnte auch sein. Also ich glaube, wenn wir mal Voting machen, dann bist du vielleicht doch Mitarbeiter des Monats. Also du hast jetzt meine Stimme gesammelt. Ich wollte gerade sagen, deine Stimme hat er. Aber die hatten wir noch nicht. Oh, die sind aber vom Ersteindruck dann... Sind übrigens 6 Stück drin. Das ist jetzt nicht so viel. Ich habe gehört, wenn man sowas in der Mikrowelle warm macht, kann man nochmal gucken. Kann man machen, kannst du gerne mit deinem Stück machen. Ich esse das jetzt so. Riecht schon mal nach Kakao. Hüftgold. Ein bisschen keksig, crunchy. Sind da Schokostückchen drin? Mhm. Ist ganz gefährlich, würde ich sagen, oder? Ich pack dir mal was, ne? Mag noch jemand? Ach nö. Oh. Nee, nein, hey, hör doch auf. Ja, gib mal her, danke, komm. An den Monitor auf dem Boden. Den armen Monitor hat's weggefetzt. Der wird bestimmt sagen, wenn man das in der Mikrowelle noch kurz anwärmt. Ups, unterm Stuhl. Ja, zur Mitte. Noch leckerer. Pass mal auf. Es könnte sein, ja. Ja, Daniel kann es leider nie mitraten, weil er findet seinen Keks nicht mehr. Wo ist mein Keks? Ich bin doch kein Mitarbeiter des Monats. Kann ich werfen. Ja. Ja, Marci ist ganz schön gnitschig und es schmeckt gar nicht so gut, ne? Ja, ist auch ganz schön süß und ganz schön viel Zucker drin. Also eigentlich sollten wir das nicht essen. Was glaubst du, was die Packung gekostet hat mit den 6 Stück? Es sind jetzt 150 Gramm. Oh, 3,29 €. Mhm, fast. Ja. Okay. Ich würde auch schon 2,99 € sagen. Bleib dabei, ist heute ein gutes Maß der Dinge. Ich sag, warte mal, beim letzten Mal, wir hatten doch da so eine Großpackung Milka. Ich glaube, die war noch immer so um die 2,70 die Packung. 2,69 €? Genau. Möchtest du sagen 2,69 €? Ja, nee, ich sag 2,65 € so. Hey. Oh ja, so ich sag da 2,49 € für 6 Stück. Ich würde mich korrigieren, ich sage 2,69 €. Mann, das weiß eh keiner mehr, was ich würde mich auch korrigieren und sage, Daniel hat recht mit 2,49 €. Punktlandung. Okay. Sehr nice. Magst du noch einen Cookie? Aber die sind echt süß. Ja, aber schade, dass da auch nur 6 Stück drin sind. Also mega Verpackung. Also typisch Milka süß, wa? Aber die sind lecker. Aber der Trick hier mit warm machen, das könnte... Hab ich gesagt. Ja, doch, Marci, da hast du wieder gut was vorgelegt. So, jetzt kannst du mal wieder hier Verschwindibus machen und dafür kommt jetzt der Daniel nach vorne. Ja. Da also freust du dich schon ganz Tag drauf, ne? Ja. Hallo. Sehr viel dunkel. Irgendwas stimmt da nicht. Warum bist denn du jetzt so klein da drauf? Warum ist das Bild so dunkel? Weil ich gewachsen bin in der letzten Daniel Zeit. Macht sich gerade kleiner. Genau. Damit er ins Bild passt. Und sitzt weiterhin. So, mal sehen, was da jetzt schön kriegt. Bin ich gespannt. Extra. Ha. Pass auf. Tada! Was ist das? Cool. Kokos. Oh. Kokosnussstreifen. Ja. Die haben mich dann direkt am Kühlregal angegrinst. Da dachte ich so, ja, warum denn nicht? Warum nicht?
Weil es ist ja überall mal Kokosnuss mit drin und ganz oft schmeckt das irgendwie nicht so ganz geil. Und auch so die getrockneten Kokosnussstreifen fand ich jetzt auch nicht so spannend, dachte ich mir, nimmst du so eine wenigstens halbwegs frische mit. Jo. Das, oh, das ist aber nett. Dankeschön. Ich weiß auf jeden Fall, die getrockneten, da kaust du eine Weile drauf ja, ja, rum. Deswegen ja. Also die Schale nicht mitessen, ne? Ne, das ist ja nur der Rest von der Schale. Warum sollte man die mitessen? Schmeckt irgendwie gerade nicht so doll. Kaust du noch länger drauf rum. Ja. Ja. Auf jeden Fall frisch. Naja. Zeigt mal nochmal so ein bisschen näher so. Also nicht ganz so. Zeigt mal auch die Schale, das ist so, könnte man, also isst man das jetzt mit oder nicht? Ja, das, also ist, ja nur Haut. Das ist nur der Rest von der Schale, genau, die draußen dran ist. Also das ist weich, die kannst du mitnehmen. Die ist enthart. Die kannst du quasi durchbeißen. Jetzt bin ich, Marci, jetzt wirst du gleich schlauer. Das Schöne ist, dass es so weit gibt, weil das ist so ein Aufwand, diese Kokosnuss ja, da aus der Schale zu bekommen. Ich mache das immer mit der Kapsel. Vielen Dank. Riecht auf jeden Fall ganz leicht, wirklich nur nach Kokos. Ich hätte es jetzt auch intensiver vom Geschmack erwartet. Aber mir fällt auf, ich habe Kokosnuss schon lange nicht mehr gegessen. Ach, schmeckt aber wirklich was zu kauen. Vor allen Dingen ist es so, es ist bissfest, es ist fest, es ist irgendwie fruchtig. Es schmeckt gar nicht so krass nach Kokosnuss, wie das mit Kokosnussprodukten ist. Mhm. Und es ist im Abgang irgendwie nochmal mit so einem eigenen Geschmack. Also da kommt dann erst so der Kokosnussgeschmack richtig rum, aber halt nicht so doll, wie als würde er künstlich irgendwo zugeführt worden sein. Anscheinend schmeckt die auch erst richtig nach Kokos, wenn die getrocknet ist wahrscheinlich. Ja, dann wird es intensiver. Mhm. Aber gut. Das ist jetzt eine Überraschung. Eine gute Wahl. Mhm. Ich finde so von der Konsistenz ist wie so ein sehr fester Apfel. Oder, ja, wenn man es beschreiben müsste, so von der Festigkeit wie eine Möhre, Karotte. Ah, da kaust du echt lange drauf. Ja, ja, aber super. Ja. Ich habe einen Bissen und ich habe noch nicht. Aber ein super Snack? Ja. Hast du wenigstens was zu tun, das isst sich nicht so schnell weg. Wie viel Kalorien hat denn das? Gesund. Der wird nicht überhaupt den Druck? Ich glaub nicht. Das hat eine Menge Kalorien. Aber kannst du mal gucken, ob du den Preis gleich findest? Der steht hier leider nicht. Mhm. So, nur auch. Aber Kokosnuss ist teuer. Was glaubst du denn? Gerade so diese. Kokosnuss. Ich würde auch tatsächlich hier so sagen: schon fertig verarbeitet, 2,99. Wie viel Gramm habt ihr da? 150 gesagt? Gramm sind das? 140. 150? Okay. Hatte ich angegrinst, ja? Ja. Ist auch nicht mit Bio oder Fairtrade oder irgendwas? Das ist tatsächlich Bio, ja. Ah, okay. Naja, sogar eine Kokosnuss. Ja, dann ist es, die haben sie nicht noch mit Zucker einglasiert. Ich würde fast sagen 4,50, aber ich sage lieber 3,99 oder so. Ich hätte auch 3 Euro gesagt, ich gehe jetzt immer mal tiefer und sage 2,50. Ich würde jetzt 2,50 sagen, weil also, ist ja nicht so viel. Nee, ist tatsächlich schwierig. Nicht viel, nein. Martin, du hast ja nicht so blöd gucken, ich weiß es wirklich nicht. Du hast die Preise auf 10 Cent genau zusammengerechnet im Kopf. Ja, aber Taschenrechner. Nee, Taschenrechner. Ach, nein, nicht jetzt. Ja, also der Preis ist bei 1,99 gewesen. Oh, was? Das, ist okay. Das kann man sich geht. Dann auch mal holen. Ja. Und du hast für jeden eine Packung mitgebracht. Ich glaube, eine normale Kokosnuss, wenn die jetzt groß ist, mit Schale, liegt so bei 3 Euro mal ein bisschen drüber, wenn es sie gibt. Und meistens ist auch nur sehr wenig Flüssigkeit drin. Je frischer eine Kokosnuss ist, desto mehr Flüssigkeit ist drin. Kann man ja wegtrinken, die Kokosnussmilch. Ja. Und das Fleisch ist dann auch immer noch ein bisschen ja, saftiger, nenne ich es mal, und auch ein bisschen weicher. Also die ist halt schon ein bisschen. Preis muss ich aber sagen, man hatte echt mühsam, ne, das wirklich rauszuholen. Die haben ja schon besser mit abgebrochen bei der Kokosnuss. Und ich habe immer noch den Mund voll. Aber als Süßigkeiten-Alternative, top. Jo, würde ich sagen. Sehr geil. Geile Empfehlung. Krass. Wollen wir mal richtig ungesundet essen? Ja, also eigentlich, ja. Ja. Ronny hat stark angefangen und will jetzt stark nachlassen. Oh. 100 Gramm Schweinekruste mit Barbecue-Geschmack. Aber hey, High Protein und Low Carb, ne? Ja, 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 Low Carb vor allem. Das ist jetzt ein Pendant zu der anderen Tüte da. Low Carb. So ähnlich, ja. Man erkennt irgendwie das Schema Ronny. Wer hätte das gedacht? Darfst nicht dran riechen. Schweineschlag? Es riecht schon. Ach komm, gönn dir. Sei mal nicht so. Die erste Bisse ist wirklich der geilste. Normalerweise esse ich die mal als Standardversion. Aber Barbecue ist. Wie ist der erste Eindruck so, wenn sich so der Wassermund zusammenzieht und Richtung des Dings, Schweinebauchdings hergeht? Ja. Ist okay. Also auf jeden Fall besser als diese. Ja. Naja. Stimmt. Aber ich glaube, die Barbecue hatte ich noch gar nicht. Doch. Haben wir auch schon mal, ja? Doch, ja, das ist schon lange her.
Aber ich finde, das ist ein Schwerverbrechen, da High Protein und Low Carb drauf zu schreiben. Na wieso? Es ist ja letztendlich. Es ist ja nur Fett. Schweineschwarte letztendlich. Ja. Ne? Wir haben dann hier natürlich 30 Gramm Fett. Ist schon. Wo kommt denn das bloß her? Aber die wiegen ja nichts. Die ganze Tüte hat wie viel Gramm? Ja. 100 Gramm tatsächlich bloß. 100 Gramm. Aber 67 Gramm Eiweiß. Ne? Also das ist deswegen High Protein. Ja, ja. Weil das stimmt dann wenigstens. Ja. Also, wenn du die ganze Tüte wegspachtelst, hast du 30 Gramm Fett und fast 70 Gramm Protein. Ja. Also müsste ich so 2,5 Packungen davon essen, um auf meinen Proteinengehalt zu kommen. Ja, dann hast du aber 100 Gramm, dann hast du aber 100 Gramm Fett weg. Ja, okay. Nicht interessant. Ja, was soll denn das Ding kosten? Ja, also ich persönlich würde sagen, 100 Gramm, wenn man das so mal misst an so Salami oder so, was ja so in dem Dreh hinkommt. Kommt auch so ein Schwein, ja. Wobei 2,39. Dadurch, dass man da Low Carb und Dings alles noch mit bei hat, ist das ein bisschen teurer und ist bei 3,30, sage ich. Dann sage ich 3 Euro. Und ich gehe jetzt mal richtig günstig ran, sag 1,50. Ach, ein Glück kosten die genau 2,19. Sind aber auch ein bisschen teurer geworden, muss ich dazu sagen. Okay. Ist jetzt für 100 Gramm, ist das nicht wenig. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass es tatsächlich ja mal ein Tier war, das klingt jetzt irgendwie auch falsch, oder? Ja, gut. Es zählt jetzt nicht zu Fleisch und Wurstwaren, aber es war halt mal Schweinefleisch. 2,19. Ja, 100 Gramm. Naja, ja. Kann man mal machen. Conny weiß schon selber nicht mehr, was er gekauft hat. Der freut sich gerade selber wie so ein Kind. Oh, das habe ich mitgenommen. Aber ich habe... Ah, hier unten ist es doch. Aber noch, nee, wir machen das mal anders. Wir müssen eine andere Reihenfolge aufbauen. Ich habe ja mir da was bei gedacht. Na, jetzt müsste ja wieder was Süßes kommen. Ja, fast. Oh. Bitte schön. Und gleich kommt irgendwas, was da rauf kommt. Sesam. Psst, hör auf zu spoilern. Hast du jetzt auch Feigen bei, oder? Vielleicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen feige. Dann komm ich da drauf. Aber die Marke sagt mir gerade auch gar nichts. Ich weiß nicht, mich hat das Sesam angesprochen und dachte mir so, geil, nehme ich. Eigentlich immer bei Kaufmann kriegst du. Ja. Je nachdem, wo in welche Regal. Wann kaufe ich mal Snackebrot? Ich glaube auch tatsächlich ein bisschen regional, kann das ich sein? Ich glaube ja. Aber da gibt es zig verschiedene Sorten. Ein Traditionsunternehmen der Brandt-Familie. Also Brandt macht jetzt auch Burger. Ja, genau. Also zumindest haben wir dann vielleicht schon mal eine preisliche Einordnung, weil Brandt ist ja auch nicht unbedingt günstig. Das hätte Daniel für sich behalten müssen. Ja, aber ich nehme das mal so lange. Sieht Sesam, gut aus. Ja, ja. Also wie gesagt, eigentlich hat mich das Sesam angesprochen und ja, Knäckebrot halt. Ne? Also ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Deckt sich so mit dem Titelbild. Kann man auch so super essen. Das wäre mir zu trocken, wenn du Struff ist. Mmh, lecker. Ja. Aber das ist ein bisschen trocken. Ronny, kommt da etwa noch was rauf? Nein. Aber da nein, müssen nein, wir vorher noch den Preisrat. Ja, ja, ziemlich. Proteine, Low Carb. Mhm. Aber tatsächlich 10 Gramm Eiweiß. Ja, gut. Aber ist ein bisschen... Irgendwie wollen wir irgendwas zum... Ja, aber ja. Wie viel Gramm hat denn die ganze Packung insgesamt? 250 Gramm. Ach doch, ja, ich finde das hier gut. Du kannst ja danach noch einen ranholen, der einen anderen Aufstrich. Tomate Hanf? Veganer Bio-Aufstrich. Veganer Bio-Aufstrich. Frag mich nicht, das stand da legal. Und ich dachte mir so, ja, take it veggie. Also steht jetzt hier drauf. Take it veggie. Jetzt weiß man auch, wo ich eingekauft habe. So, guck mal, sieht doch gut aus, ne? Haben wir so ein Streichutensil? Haben wir, oder? Ja. Sonst müssen wir da so reinkrümeln. Und? Knallt der Hanf oder was? Nee, riecht tatsächlich gut. Zeig mal, ich frage mal, ob man da überhaupt was rausschmeckt. Schmeckt wahrscheinlich nur nach Tomate. Ja. Also Tomate riechst du auf jeden Fall raus, paar Kräuter dazu. Ob da jetzt das Ding nach Hanf schmeckt, ich so würde überhaupt. So diese Tomate-Mozzarella-Aufstrich, ja, die man so kennt, ne? Genau. Gibt ja jetzt auch so Hanfkekse, so eine Mürbeteigkekse mit Hanf und allem Pipapo. Ob man das jetzt wirklich dann rausschmeckt, vor allem Tomate und so ein, ist ja wie so ein Pesto, so ein sieht Aufstrich, schmeckt ja eh schon sehr intensiv. Ja, und so riecht es halt eben auch. Wahrscheinlich kann man jetzt, weil Hanf draufsteht, einen Euro mehr verlangen. Ist aber schon gut würzig oder gut kräftig, die Tomate dann auch, ne? Ja. Das aber wahrscheinlich eine Note, oder? Wahrscheinlich so dieser Hanf. Ein bisschen was Bitteres. Aber ihr müsst ja auch bedenken, die Knäckebrot-Dinger mit Sesam haben ja jetzt auch schon einen sehr intensiven Geschmack. Mhm. Also Tomate kommt richtig gut raus. Ich habe keine Ahnung, wie Hanf schmeckt. Auf jeden Fall, man merkt halt eben so das ganze Grünzeug, was damit reingefallen ist und man hat noch so einen leicht bitteren Geschmack irgendwie. Vielleicht ist das ja der Hanf. Ja.
Ich mutmaße, lass es einfach mal. Ist wahrscheinlich auch einfach nur was jetzt. Was macht denn eigentlich der blaue Elefant da in deiner Ecke? Ich sehe nur die rosa Mäuse. So, was glaubst du denn, was das Sesampaketchen gekostet hat? Knäckebrot ist jetzt nicht so teuer. Ja, 1,29. Und ich muss erstmal sehr entschlauen. Ich sag 1,50. Ja. Hast recht, und wahrscheinlich ist Brand auch, also wäre Brand auch teurer, und deswegen haben sie jetzt hier ihre Low-Budget-Version. 1,69. 1,35. Ich sag 1,19. Oh, doch. Okay. Jo, war jetzt dann doch nicht so teuer. Man darf also Brand 250 oder so. In Ordnung. Ja, ja, ja. Genau. Mit dem Tomate muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Das weiß ich mich nicht. Aber ich muss mal lustig raten. Wie viel sind in dem Glas? Ja. Wir haben hier 180 Gramm. Und es Kaufland Hausmarke. Oh, okay. Ja. Noch da, ja. Sehr gut. Ja, solltet ihr vielleicht im Hinterkopf behalten? Stand ganz normal im Kühlregal. Hm. Fand ich interessant. Was sagst du? Da bin ich so bei 1,49. Da würde ich sagen, es ist teurer. Ich hätte jetzt auch 1,49 gesagt. Dann gehe ich jetzt aber höher, weil du jetzt nicht aus dem Moosepot kommst, und ich sage 1,75. Dann sage ich 1,89. Ich gehe runter, ich sage 1,39 und verliere damit. Richtig, Marci, es kostet nämlich 1,35. Oh! Und wenn man jetzt bedenkt, es ist 180 Gramm, es ist Glas, ist es gut. Steht vegetarisch drauf. Ja, Hausmarke von Kaufland, muss nicht zwingend teuer sein. Bisschen eine spezielle Geschmacksrichtung mit dem Hanf. Hätte ich jetzt tatsächlich auch wahrscheinlich mit 2 Euro gerechnet. Gut, gibt es ja auch bestimmt auch in anderen Ausführungen. Mit Sicherheit. Macht schon viel aus, wenn das die Hausmarke ist. Das macht sich im Preis immer bemerkbar. Sehr gut. Also für 1,35, egal was für den Geschmack. Geschmacklich top. Mhm. So, wer möchte jetzt nach vorne kommen? Willst du auch mal nach vorne, oder? Ja. Na, dann los. Oh, dann darfst du jetzt den nächsten auf. Ich wechsel dich jetzt. Bin ja jetzt gespannt, was mein Mann mir selber anbietet. Nix. Den nächsten Aufstrich. Na? Na. Kommst du auch mal zu mir? Nee, ich geh wieder. Da geh doch, ich renne eh hinterher. So. Das war aber neu. Paartherapie-Bandits. Können wir uns aufs Essen konzentrieren? Ich weiß, was du möchtest. Du möchtest das. Ja! Was ist hier los? Lass mich raten. Hat Kathi sich ausgesucht? Nein, habe ich gut. Wirklich nicht. Das war von Emmy, oder? Ja, 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 alles Emmy klar, mit Popcorn-Geschmack. Da bin ich jetzt so gespannt. Ja, ich auch. Also wahrscheinlich schmeckt es einfach nur süß oder ein bisschen nach Karamell. Ich hoffe, das ist salzige Popcorn. Ich dachte erst so Erdbeershake oder sowas. Mit der Verpackung. Okay. Also es riecht auf jeden Fall wie gebrannt, also wie Popcorn. Okay. Dazu noch ein paar Lotus-Pops. Dann hast du wirklich so den Geschmack. Also es riecht auf jeden Fall schon mal süß. Es riecht jetzt nicht nach Eiskaffee oder irgendwas in die Richtung. Es riecht aber nach Milch und so wie so halt gebranntes Popcorn. Oh, das wird dir nicht schmecken. Überhaupt nicht. Aber letztlich ist die Frage, dann haben die doch auch nur mit Aroma gearbeitet. Wahrscheinlich. Ein paar Tropfen Popcorn-Aroma. Hey, wir können Popcorn draufschreiben. Schmeckt jetzt aber weniger nach Popcorn als gedacht. Ja, also es schmeckt süßlich, aber nicht so wie der Kaffee sonst immer so schmeckt. Es schmeckt nach Milch mit so einem, also würde das jetzt nicht draufstehen, würde es das nicht rausschmecken, dass das jetzt Popcorn-Geschmack sein soll. Aber prinzipiell schmeckt's. Ja, ja, das auf jeden Fall. Es ist halt nur penetrant süß. Penetrant. Finde ich jetzt gar nicht so. Ja. Finde das jetzt nicht so schlimm. Schön süß. Hat wahrscheinlich auch ganz viel... Kalorien sind auf jeden Fall drin. Ja, obwohl es geht. Es riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Popcorn, Gramm. Aber es riecht halt auch wie so ein Kaffeegetränk, und das in Kombination riecht jetzt nicht so schön. Ich finde aber auch, sieht sehr wässrig aus. Es ist relativ dünn, ja. Ist mit frisch gebrühtem Kaffee und Popcorn-Geschmack. Jetzt und hier steht laktosefrei. Das hat jetzt mit Popcorn irgendwie... Aber ist mit Milch... Es riecht danach. Aber... Ja. Schmeckt halt so ein bisschen verbrannt bitter, aber ehrlich, dann trinke ich doch lieber so einen normalen. Es kann alles sein, aber so richtig Popcorn kann man nicht zuordnen. Es riecht mehr danach als das. Der Nachgeschmack kann man schon noch mitgehen. Das riecht dann so, wie wenn du ins Kino läufst, so ein bisschen, und es ist nach Popcorn muffelt. Und was haben wir gestern bezahlt? So kurzfältig dicht ist. Ja, wirklich. Und dafür hast du es normalerweise mit Zahlen. Warte mal, aber Emmy, Latte ist doch teuer, kostet doch 2,50 oder so. What? Alter, ey. Komm, Marci, hau einen raus. Da hättet ihr 8 andere Produkte für kaufen können. Ja, wird schwierig, aber... Zwei von den Kaufland-Aufstrichen. Mal hier, Kaugummis und so. Ich sag, das ist aber nicht so teuer, kann das nicht sein. Ich sag trotzdem 1,79. Emmy ist eine Schweizer Marke. Und echt teuer, ja. Ja, und deswegen sage ich 2,50. Habe ich wohl gesagt. Also ich
bin der Meinung, wenn ich da richtig bin, kosten die 2,39. Alle falsch. Alle komplett falsch. Du, die Bank ist ja nicht mal in einer Ansatzweise drin. 2,19 Euro. Es ist immer noch teuer. Für 230 Milliliter 2,19 Euro. Es ist kommt ein Schnapper, aber nee. Das hat keiner gesagt, aber ihr wart alle falsch. Das war auch nicht im Angebot. Nicht mal ansatzweise. Nee. 2,19. Ronny hat vorne in der Restpostenkiste gewühlt, wo die abgelaufenen Sachen sind. Oh, da hat gar nicht geguckt, Mensch. Jetzt wo du sagst. Das wäre aber auch mal ein Tipp. Ja, so, ich kann mich nicht entscheiden. Ronny hat da richtig Spaß dran. Ah, wahrscheinlich dann schön durch den Laden zu schlendern, da seine hier auf Firmenkosten shoppen zu gehen. Und jetzt darf er alles verkosten. Und vor allem diesmal, ja, oh, nee. Darf halt seine Frau. Oh nee, darf ich nicht. Er kennt seine Frau. Er weiß, wie man seine Frau überraschen kann. Oh nee, super. Möchte Rabe. Nicht essen. Rabenfleisch. Du darfst auch die so ein, ich wollte gerade sagen Felinchen nehmen, aber ist ja so ein Knäckebrot da. Damals beim ersten Date, da hat er fett den Hummer aufgetischt. Da hingen ihm noch die Reste Krabbenfleisch zwischen den Zähnen. Ach nee, ich esse lieber Krabbe. Das hatten wir schon mal und ich glaube auch genau die Dose. Was? Kann echt? Sein, ich weiß es nicht. War irgendwo mit drinnen. Ah nee, das war glaube ich aber fein gefitzelt. Das riecht bestimmt nach Fisch. Ich finde den Aufdruck auf deinem T-Shirt sehr passend. Welches T-Shirt meinst du jetzt eigentlich? Also, mir ist das egal, ich hätte gerne mal einen Löffel. Dankeschön. Ich glaube, Ronny ist es auch wurscht, das selber wegzulöffeln. Das ist der Grund, warum ich es gekauft habe. Dankeschön, du wolltest ja keinen, ne? Hast du das schon mal so gekauft? Jo, ich glaube schon. Also, warte mal, ich probier mal hier so. Richtet Krabbenfleisch oder ist das auch dieses Surimi? Das ist richtet Krabbenfleisch, okay. Sonst würde Surimi draufstehen. Und das würde man halt auch sehen, dass das halt eben gepresste, aber das sind wirklich so die Reste von irgendwelchen Krabben. Okay, es riecht mehr als das, es schmeckt naja nicht. Muss man das vorher warm machen oder packt man es nur so aufs Brötchen? Staubtrocken. Ja. Und das Wasser schmeckt ein bisschen salzig, aber nach Krabbe schmeckt es überhaupt also nicht. Also das kleine Stück hat jetzt gerade wirklich nach nichts geschmeckt. Ja, es ist ein bisschen trockenes. Kann Fleisch. Ja sein, dass es vielleicht auch so gedacht ist, dass man es auf die Pizza rauflegt oder sowas. Das ist halt nicht zum jetzt so direkt wegessen, sondern dass man es einfach irgendwo mit reinmacht oder einen Salat schmeißt. Ich weiß jetzt ja nicht, warum das immer für alle so eine Delikatesse ist, weil eigentlich schmeckt es noch ja nicht. Es ist pupstrocken, es schmeckt so in die Richtung von Schrimps irgendwie, aber es ist halt fasig, trocken und nur das Wasser, was hier mit drin ist, ist eingelegt, das ist salzig. Das ist wahrscheinlich auch mit frischem Krabbenfleisch nicht vergleichbar. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich erinnere mich aber, dass es beim letzten Mal genauso geschmeckt hat. Du hast ihn gerade verloren. Du hast da bestimmt gerade 50 Cent liegen lassen. Ja, dann esse ich halt eben nochmal 50 Cent mehr. Ja, lecker. Sieht ja gut aus, du. Abtropfgewicht 121 Gramm. Ja. Was kostet so? Oha. Oha, hat er gesagt. Oha, ich muss nur mein Stückchen noch aufheben, sonst schwimmt das nämlich weg. Sein teures Gold, was da runter drin ist. Der wird flügge, die Krabbe. 2,99? Die kleine Dose? Wo kommst du denn überhaupt her? Aus Deutschland, oder? Deutsche Krabben, ja. Also es stand, glaube ich, nicht in einer normalen Abteilung. Pazifischer Ozean. Okay. Also hier steht, ist Russisch drauf. Also scheint ein russisches Produkt zu sein. Hier steht halt, gefangen im Pazifischen Ozean. Dovgan oder was ist das? Ja. Osteuropa. Vati, du musst einen Preis nennen, dann können wir los. Hab ich doch auch 3 Euro. Oje. Ja, ich sag 2,49. Sag ich diesmal 3,99. Oh, noch 3,99. Ja. Ich gönn mir erstmal noch einen Löffel. Ja, auch wenn da Gourmet und Siegwort steht, kostet trotzdem nur 2,99. Das kostet staubtrockene 4,09 Euro. Oh, ich hätte jetzt nämlich darauf gepokert, für 4 Euro hättest du die Dose stehen lassen. Das wäre dir wahrscheinlich so viel deines Budgets wert gewesen. Aber hätte ich wahrscheinlich machen sollen, ja. Also jetzt, wenn du weißt, wie es schmeckt, brauchst du es nicht nochmal holen. Genau. Diesmal habe ich es bestimmt auch gemerkt, dass ich das nicht nochmal kaufen werde, weil es schmeckt halt einfach nicht das, was man erwartet. Ich glaube, hast du die Packding schon fast aufgegessen. Jetzt überleg dir mal, du holst so aus Heißhunger, nimmst dir so eine Dose für 4 Euro mit und dann... Das ist eigentlich nur Salzwasser und staubtrocknes Zeugs irgendwie. Hast du Kaviar mitgebracht? Das stand bestimmt daneben, oder? Ja, ja. Ja, das war in der Budget-Abteitung stand der Kaviar und Ronny hat dahin gegriffen. Obwohl jetzt gerade, weil du Kaviar sagst und ich Polnisch gesagt habe, da habe ich was. Mann, Ronny, wir schicken dich nie wieder einkaufen. Muss ich da vorne bleiben? Du darfst gerne, aber du musst nicht. Aber ich glaube, du möchtest. Produkt. Oh ja. Zeig mal nicht so vor, also eilig. Erstmal in die Kamera halten. Hat er nur für mich geholt, da sind Herzen drauf. Eurocreme. Ist klar. Die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, Eurocreme. Erdnüssen, Haselnüssen oder so. Stand im polnischen Regal. Und oben steht Jiha. Jiha je, Eurocreme und Taco. Sieht aber sportlich aus. Also, ja,
Ich bin jetzt nicht so der Aufstrich-Fan. Ist Haselnusscreme oder sowas noch? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht lesen. Es gibt doch auch im Glas so diesen Nutella-Verschnitt, der auch so mit gestreift, geswirlt ist, so weiß-dunkel. So von Milky Way oder sowas, ja. Nee, warte, das hatten wir doch schon mal in irgendeiner Box mit diesem Eichhörnchen vorne drauf. Nudossi? Gläser? Nee, nicht Nudossi. Nudossi. Nusspli. Nusspli, Nuss, Nudossi. So! Könnte eine geile Kombination sein mit Sesam. Sieht auf jeden Fall ein bisschen fester aus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt ein Geheimtipp. Ja, vielleicht schmeckt das ja richtig gut. Du musst da sagen, das schmeckt nicht, sonst wird das alles weggekauft. Oder vielleicht ist es aber auch einfach nur zu teuer. Dann das polnisches Produkt, also polnische Produkte sind eigentlich grundsätzlich nicht so teuer. Willst du übrigens auch? Nee, ich wollte dir nur zugucken beim Essen, so wie immer. Wenn ich schon fertig bin. Gib mir jetzt gefälligst auch was. Schmeckt eine Haselnuss. Ich schmeckt gerade nur das... Sesam. Muss wahrscheinlich so einmal kosten. Auf jeden Fall süß, klebrig, schokoladig, haselnusselig. Und alle fragen jetzt, besser als Nutella oder schlechter? Also es schmeckt anders als Nutella, aber gut. Mhm. Also mir schmeckt's. Merkt man gar nicht. Ne? Aber es schmeckt nicht doll nach Haselnuss. Also es schmeckt halt süßlich. Schokoladig eigentlich auch nicht. Wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich in der Milchcreme ja eh keine Haselnuss drin ist, dann... So ein ganz bisschen Haselnuss. Aber in Kombination schmeckt es besser, als wenn du die einzeln... Es ist aber jetzt auch nicht so süß wie Nutella zum Beispiel. Was ich nur doof finde, ist, wenn man jetzt... Das ist ja eine Portion, die haust du dir nicht mal einmal so beim Frühstückchen. Die kriegst du wieder nicht verpackt. Ja. Ja, kannst du dann hier irgendwie zumachen und dann... Ja. Das ist ein bisschen doof, aber... Da hätte man wenigstens noch so ein... Ist ja wie so eine Frischkäsepackung, hätte man wenigstens noch so einen Deckel. Aber gut, wäre auch wieder Plastik mehr. Genau. Egal. 90 Gramm. Kati, hau einen raus. Wenn das nicht so teuer ist, ich sag mal jetzt 90 Cent. Ich hätte jetzt auch maximal einen Euro gesagt. Ja, Euro sag ich. 1,29. Ich wäre tatsächlich auch so bei 1,20, ja. Würde ich jetzt so tippen. Ja, und ich bin so bei 99 Cent gewesen dann. Jawoll! Nein, das aber mehr Euro wirklich auch nicht. Ja, und? Aber ich liege am nächsten dran. Ja! Strichpunkt für Kai. Gut. Er hat's nötig. Ja. So. Magst du wieder gehen? Komm nicht gleich runter, Freundchen. Ja? Oh. So, Marci darf dafür nochmal wieder vorne kommen. Oh, okay. Als du. Marci möchte die Krabben kosten. Ja, kost mal die Krabben. Nee. Doch, komm, Marci. Jetzt gibt's Thunfischpaste oder so. Toll. Seegras. Da steht mit aber Yummy. Was heißt denn da jetzt toll? Freust du dich nicht? Ich hab viel Chili gesehen und dann habe ich gesehen, dass. Lecker Seegras. Also Algen. Ja. Zeigen. Sieht jetzt nicht mehr so yummy aus. Naja, die sind quasi frittiert. Also wenn man Ronny was richtig Gute tun will, nur so eine Snacks. Hm. Woher weißt du das? Da kann er sich reinlegen. Aber da darfst du ja nicht so viel von essen. Die vegane Variation von Schweineschwarz. Aus dem Wasser gefischt. Man merkt schon, Ronny langt da kräftig zu. Die Tüte ist fast leer. Aber du darfst doch nicht so viel von essen. 30, minimal scharf, krustig. Marci, lass dir die Worte nicht in den Mund legen. Ich hab ja nichts wiederholt. Sag doch was. Ich sag, schmecken gut. Schön, danke. Geht doch, reicht mir. Kann man essen. Ja. Hat so eine ganz leichte fischige Nut, aber wirklich das ist ganz leicht. Mhm. Wenn man das nicht so mag, dann kann man sich trotzdem daran wagen. Also wenn man Fisch nicht mag, sag ich mal. Wäre ich jetzt gemein gewesen, hätte ich keiner vorne geholt. Ja. Er mag Fisch nicht? Nee, er mag Ich mag Seegras diesen nicht. Algen, Seegras, Algen, was auch weiß ich da. Ah, nee, da, das, ist, das kann man gut essen. Ist nicht meins. Aber ich glaube, das trotzdem, sitzt trotzdem ganz schön fett an. Glutenfrei, Es ist halt sehr salzig. Jetzt so immer 97 Kilokalorien pro Packung. Also. Aber Sweet Chili ist wirklich, ja, doch eine leicht süßlich scharfe Note. Bisschen Krabbe dazu, Marci? Nein. Nein. Die sind so schön gerollt, da kann man so schön so ein Krabbenstück reinnehmen. Nee, also übrigens 18 Gramm, was glaubst du, was kostet? Zu viel dafür. 1,49. Oh, ich habe eine Punktladung. Er hat es an seiner Reaktion gesehen. Klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh! Sag 1,75. Das ist aber teuer. Das ist schwierig. Du sagst 1,50. Ist auch nicht günstiger. Dann sag ich 1,60.
Ich sag 1,69, aber wäre eigentlich schon viel für Eigen. So tja, eigentlich genauso wie hier, ihr liegt alle völlig falsch. Nein, nicht 1,35, aber 1,19. Okay. Aber ist für 18 Gramm aus dem Wasser gefischt und Seetang mit Chili ein bisschen. Sowas aber auch. Ja, Ronny kippt sie das einmal in den Rachen, kaut ein bisschen drauf rum und dann sind 1,19 weg. Ah, jetzt hab ich mal ein bisschen Durst. Oh ja. Da, zeig mal nach vorne. Limbo-Bier. Oi. Nee, du hast dich verlesen. Limbo-Bier. Ich kann's auch Limbo damit machen. War ein deutscher Versprecher. Acht Stück davon tanze ich Limbo mit dir. Mit dem Limbo-Bier. Und dem Bier. Limbo-Bier. Und Mampfe Döner mit dir. Achso, hier ist SpongeBob muss wieder am Start. Guck mal, das hier. Ich wollte gerade mental öffnen, aber okay. Mach doch mental mit Metall. Metall. So, es hat gerade gequietscht. Oh! Ich hab gerade gequietscht. Oh. Stopp. Da steht, halt, immer noch, da steht immer noch Bier drauf. Aber das sieht aus wie Brause. Ist jetzt Alkohol drin oder nicht? 1,5%, ja. Oha. Es riecht fruchtig. Das ist schon mal gut. Maracuja. Das ist ja schon mal gut, dass es danach riecht, was drin ist. Riecht eher eine Mango-Note? Ja, eigentlich riecht es aber irgendwie nur so nach zu Silvester, wenn man eine Bohle macht. Ja, genau. Das könntest du gleich trinken. Machst du ja auch gerade. Das könntest du ja auch nie trinken. Also, ja, schmeckt fruchtig. Super Sommergetränk. Ganz leicht ein Hauch von Bier. Ja, musst du kalt trinken. Ist doch kalt. Noch kälter. Und dann ist es doch. Ja, ein bisschen bitter ist es trotzdem am Abgang. Ist halt Kinderbier. Bitter ist nur Kinderbier. Ja, Kinderbier. Naja. So, na erzähl mal was. 85 Cent. Ich sag 70. 0,33 oder 0,5? 0,33. Ja. 89 Cent. Ich sag 95 Cent. Punktlandung? Punkt goes to you. Die Waschmaschine. Nee, er wollte nur sagen, du darfst jetzt gehen. Achso, ja, das auch. Nee, ja, 85 Cent plus Pfand natürlich. Was sind das? 6 Cent, glaube ich, ne? 8. So. Na komm, einen Rauschmeißer hab ich noch. Ein Rauschmeißer? Oh nein. Ui. Brandboy. Mini-Marken. Und er grinst so süß. Einfach nur der Standard. Ich weiß auch nicht, wie er da gekommen ist, warum. Also, ich behaupte, das ist diesmal kein Er. Ja, ist ja egal. Das Kind grinst. Hat wahrscheinlich in Ronny Kindheitserinnerungen geweckt. Mhm. Weil ich auch mal so blondes Haar hatte oder wie. Weil es immer essen musste. Nein, ich fand jetzt einfach nur zuckerfrei und Mini fand ich irgendwie total toll. Zuckerfrei? Naja, ohne Zuckerzusatz, sagen wir mal so. Da kannst du dir hier deine drauf machen. Zuckerfrei. Ja, schmeckt jetzt ein bisschen trocken und nicht so süß wie normalerweise. Okay, ist jetzt nicht so geil. So zerbröselt der Keks nun mal. Aber richtig. Richtig. Guck dir an, wie das hier aussieht. Wird immer mehr, was da auf dem Messer ist. Ja, nein, ich muss irgendwie den Keks überhaupt. Ja, guck mal, pass mal auf. In so einem Verhältnis baut sich Ronny morgens sein Frühstücksbrötchen. Ich meine, Doppeldecker. Da, der Krümel noch. Ja, guck mal. Also, wenn man normalen Zwieback damit vergleicht, ist das hier von der Konsistenz her ja nicht so. Das war so lecker. Ja, Marci, dein Finger glänzt ja so. Hast du den abgeschleckt? Ja. War also so lecker. Wir haben hier Glanzlichter überall, deswegen. Kann man essen den Zwieback, aber ist halt aber viel Highlight, ohne, sag ich mal. Ohne künstlichen ohne Zuckerzusatz, da fehlt irgendwas. Aber ist normales Zwieback so süß, dass man jetzt eine zuckerfreie Version rausbringen muss? Ich finde, Zwieback ist schon ein bisschen gesüßt, aber der schmeckt jetzt halt super langweilig. Hm. Aber das ist halt auch, sag ich mal, umso öfter man halt das jetzt so essen würde, dann würde das auch ganz normal wieder schmecken. Also man kriegt da diesen Zucker überall mit drin und das, naja, dadurch brauchst du das doch irgendwie. Aber ich habe jetzt auch die Creme drauf gemacht und schon ist das Ding ja auch super süß und dann ist hast du das eigentlich. Ist ja genau das Gleiche, wenn du sehr salzreduziert isst und dann mal so ein Stück Salami wieder irgendwann isst, dann ist das mega salzig. Ja. Ne? Körper gewöhnt sich halt schneller. Wir trainieren uns ja leider das falsch an, das Essen. Genau. Achso, wir müssen mal preisraten. Ja. Und den muss ich mir nochmal nachkippen. Denk dran, der Junge grinst oder das Kind grinst nicht ohne Grund. Kauf mich, ich bin so günstig vermeintlich. Ja, dann sag doch mal einen Preis. Wie viel Gramm? 99 Cent. 90 Gramm.
99 Cent? Never. Never ever. Meinst du, es ist teurer? Ja. Also, das ist ja nichts bei, nicht mal irgendwie Schokolade oder so. Ja, aber es ist, so ist Zucker reduziert. So eine, ist so teurer. So eine standende Marke und so ein großer Name, der verlangt so große Preise. 1,49. 1,60. Boah, so viel? Naja, pass mal auf. Ich würde auch fast. Oder das ist, was früher 99 Cent gekostet hat, ist jetzt 1,09 Euro. Ich sag 1,09 Euro. So. Pass mal auf, wir machen jetzt mal einen ganz coolen Trick mit der oberen Kamera. Viel Glück beim nächsten Mal. 1,39. Oh, war ich doch gar nicht so weit weg. Ja, aber trotzdem falsch. Das ist korrekt. Das so. Ist korrekt. Aber weil du jetzt auch völlig falsch geantwortet hast, kannst du erstmal direkt abzischen hier. Mhm. Aber schnell, trinkt noch sein Bierchen daraus. Was hast ich du da schönes versteckt? Ganz spezielles. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist was aus der Dose. Kimchi. Yangban Kimchi. Korean made. Okay. Geil. Ich lese da jetzt auch nicht weiter drauf, weil da steht bestimmt irgendwo noch was drauf, aber Kimchi. Gucken wir. Hast du das schon mal gegessen, Kai? Ja, es gibt Instant-Nudeln mit Kimchi-Geschmack. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus wie Lasagne, oder? Achso, es ist eingelegter Kohl. Es ist eingelegter Kohl, ja. Ah, okay. Ich glaube auch ein bisschen Knoblauch. Ja, jetzt kommt eine fette Knoblauchnote. Genau. Und scharf. Du hast es ausgesucht. Oh, riecht gut. Dann greift zu den Gabeln und zieht das Zeug rein. Also wahrscheinlich so fermentierter Kohl mit Knoblauch und scharf. Ich weiß es nicht. Oder also wenn jemand mal beim Asiatenessen ist, unbedingt mal bestellen. Kimchi ist lecker. Ach, du aber, kennst es? Ja, aber nicht aus der Dose. Also keine Ahnung, frisch zubereitet. Kohl, ja, Kohl ist auf jeden Fall, das stimmt. Naja, gut, okay. Ich habe jetzt irgendwas anderes erwartet. Ich weiß aber nicht was. Sind aber sehr große Stücke. Viel Spaß, Ronny. Scharf? Oh, aber wenn Kai... Oh, guck mal, Kai fängt schon an zu kochen. Er kämpft. Nee, dann kriege ich Schluck auf. Nee, nee, aber für Ronny ist das schon... Das ist angenehm. Gut scharf. Oh, was? Aber da ist richtig Knoblauch drin. Nicht, dass du dich jetzt gewöhnt hast. Also ist Hardcore-Gewürz auf jeden Fall. Ja. Also scharf, viel Knoblauch. Ja. Noch ein paar andere Gewürze. Der Kohl ist halt Kohl. Ein bisschen was vom Kohl schmeckt man noch. Es ist aber halt keine Chili-Schärfe, die sofort irgendwie reinknallt, sondern die legt so ein bisschen auf der Zunge vorne ab, aber irgendwie trotzdem zurückhaltend. Also Bisschen tomatig. Bisschen tomatig ist noch mit bei, auch wegen der Soße. Hm? Aber ich frage mich gerade, isst man das irgendwo dazu oder schmeißt ja, man das mit Sicherheit kommt das irgendwo mit drauf, ja. Ich weiß nicht, ich habe mich da einfach angesprochen und ich dachte mir so, ja, gucken wir einfach mal und nehmen mal die 160 Gramm Dose mit. Aber es wäre jetzt trotzdem sowas, wo ich nicht sage, das könnte ich jetzt so weglöffeln. Nee, da muss noch irgendwas dazu. Also wäre wahrscheinlich auch schön, wenn es warm wäre. Oder genau. Ich habe dazu eine Frage. Versuch's und zwar mal. Standet in dem Regal, wo die Krabben auch standen? Nein, zwei Regale weiter links. Aber in dieser Importwarenabteilung. Ja, aber auf der anderen Seite. Was möchtest du kosten? Später? Also ich würde mir das doch mal reinziehen. Ja, ja. Also dann mache ich das vielleicht doch jetzt. Jans? Ja. Dann gucke ich mal den Preis. War noch heiß. Ja. Hat gepustet. Richtig angenehme Schärfe. Aber wenn du das komplett weglöffelst, dann ist das... Oder das ist wirklich so eine asiatische Schärfe. Chinakohl, Wasser, Frühlingszwiebeln, Chili, Salz, Zucker, Knoblauch, Ingwer. So, wir haben hier eine Dose mit wie viel Inhalt? 160 Gramm. Wie ist das Abtropf hier? Ist nicht viel, steht nicht drauf, es steht wirklich nur 160 jetzt, Gramm. Jetzt kommt's an. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Ruf an. Ja, ich sag mal 1 Euro. Chinakohl. Kohl ist jetzt nicht so mega teuer. Ja. Ist jetzt die Frage, was man da jetzt für den Import und so alles ist drauf schreibt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Import. Ja. Ja. Ich sag mal 1 Euro. Dann sage ich 2 Euro. Oh nee. 1,99. Okay. Ich bin genau dazwischen, aber nicht ganz genau, sondern ich sag 1,39. Ich sag 1,29. Ist dezent über 2 Euro. 2,79 Euro. Für Kohl? Ein Liter Kohl. Ja, fermentiert. Ja, der liegt vielleicht schon ein bisschen länger und deswegen... Ja, es ist, ist auch ein Import halt, ne? Schon. Aber es schmeckt gut. Und es schmeckt irgendwie gesund irgendwie. Ich glaube, da würdest du es so essen? Ja. Ja, ich auch. Ja, aber... Krabbe. Aber das ist so, das Mal ist man, weil da, wenn man das ein, zwei Mal zu viel ist, dann... Weil im ganzen Konservenregal halt nichts mehr steht. Das ist alles leer und dann steht nur noch das Kimchi-Döschen. Dann greifst du zu. Neben der Krabbendose. Und dann noch Popcorn. Mach mal und dann weiter, gemischt. Genau. Warum kriegst du Kai über Seeberger? Ich mag dich heute besonders gerne. Ich mag dich heute besonders gerne. Das ist jetzt die Frage. Hat er auch extra für Kai eingepackt? Ja, natürlich. Gebrannte Haselnüsse. Bei allen anderen Produkten sieht man ganz genau, dass er nur an sich denkt, außer mit dem Getränk da hier für seine Frau. Ja. Und an Kai. Ja.
Also willst du doch... Marci fühlt sich jetzt benachteiligt. Ja. Marci, du hast Bier gekriegt. Ja. Auch wenn sie die Damen ärgern. Limo-Bier. Limo-Bier. Na, jetzt muss ja auch Ronny trinken. Er muss ja auch an sich denken. Ronny, zeigen. Also, die gebrannten Haselnusskerne. Oh ja, die sind richtig, richtig fett. Also da wirst du wahrscheinlich auch nicht viel von der Haselnuss schmecken. Wo war man eigentlich vorhin preislich bei den... 2,99. Echt? Ja. Ah, okay. Das habe ich mir jetzt noch mit meinem Kurzzeitgedächtnis gerade so gemerkt. Also das Gebrannte merkt man. Die Haselnussnote kommt tatsächlich ein bisschen spät durch. Mmh. Ohne Worte von dir. Sind echt lecker. Ja, schmeckt auch lecker. Hast du gut ausgesucht, Ronny, egal was sie gekostet haben. Ist halt wie krokant, ne? So. Ja, irgendwie schon, ja. Ja. Jetzt ist, wie viel Gramm sind da drin? 150? Ja. Auch 150, ja. Ist was? Die Frage, ist es jetzt teurer als die Kürbiskerne oder nicht? Ich würde sagen, ähnlich. Ich sage jetzt auch einfach mal deswegen 3 Euro. Aber lecker. Kommt echt gut. Haselnüsse sind teurer. Ja, aber sehr süß. Aber das sind aber trotzdem 150 Gramm. Ja. Könnte sein, dass man jetzt die 3,29 oder so sagt. Ich bleib trotzdem bei 3 Euro. Ich sag 4,50. Ich sag 3,59. Dann sag ich jetzt 5 Euro. Wie vorhin. 5 ist falsch. Alles unter 4, zwischen 3 ist gut. 4,79. Nein, 4,69 so rum. 4,69. Ich habe gerade 10% Würde ich mir nur holen, wenn es runtergesetzt ist. Ja, ist super teuer. 4,69 Euro für 150 Gramm, das war Kilopreis irgendwie bei 23 Euro oder so, Quatsch. Dann kann man das auch mal ernst ehrlich selber machen. Dann nimmt man sich ein Töpfchen, holt sich Haselnusskerne und dann Zucker und Ja, dann hol dir mal Haselnusskerne. Wenn du die selber pflückst, ist das ja nicht so günstig. Ja, so, aber du kommst trotzdem um einen günstigeren Preis. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen teurer. Das ist schon heftig, ja. So, hier du als alter trotzdem Gamerfuchs. Was ist da für ein Y-Food? Ja. Oh, Zimt Stardust. Sternstaub, ja, super. Und dann ausgewogene Trinkmahlzeit. Wollen Sie mir erzählen, wenn Sie hier... Zimt und Sternstaub drauf machen. Ja. Krass. Ist das eklig. Das und an dieser Stelle unser Werbeblock. So ist das Food. Ja, das weiß er nicht. Ja, ja. Mir ging es nur um Starfield. Es erinnert mich auch gerade wieder so dran, wie damals die Apfelsinentüte mit Star Wars Aufdruck oder so. Das Wasser mit Eis. Hätte ich Glas haben, Frozen, Frozen 2, ja genau. Riecht ganz, ganz leicht nur nach Zimt. Dachte nach Sternstaub. Das auch. Sparkle, Sparkle. Mein Glas ist leer. Komm hier, spann mir die solche Folterwürfel, ist auch wissen, wie das riecht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Erinnert mich trotzdem noch an irgendwas. Oh, ich wollte unbedingt, bevor seine Nase dran hängt. Riecht irgendwie nach Maracuja-Bier. Keine Angst, sind keine Nasenhaare drin gelandet. Also, und da kommt die Werbung für unseren neuen Nasenhaartrimmer. Mein Glas steht da. Kann der auch noch kosten? Ah, nur einen kleinen Schluck. Nee, muss ich. Okay, du kostest. Dickflüssiger als, ne? So, jetzt. Kaffee. Runter damit rein in die Rüstung. Oh, ich bin satt. Also Zimt merkt man auf jeden Fall, weil es auch so dieses pulverige auf dem Mund gibt. Schmeckt also wie von Zinni Minis die übrig gebliebene Milch. Ja. Aber die steht schon eine Stunde länger, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sag mal, darf ich? Aber es ist auch sehr dickflüssig. Ich hab genau denselben Satz im Kopf gehabt. Aber tatsächlich gar nicht schlecht, ne? Ja. Es geht. Aber ich finde das den Zimt jetzt schon zu viel für mich. Also dafür, was die kosten und dafür, dass sie eine halbe Mahlzeit sein wollen. Über 4 Euro. Nee. Also ich sag, dann sage ich jetzt, aber gut, wenn ihr euch alle so auskennt, dann sage ich jetzt 3,80. 3,70. Also die kosten normalerweise 3,99. Ja. Aber sind zurzeit im Angebot und weiß ich nicht, ob das denn mit drin war. Dann sind sie jetzt bei 2,69. Ich sag 3,99. Ja, und die veganen Schichten, die kosten 4,29 oder sowas. Ja, das weiß ich nicht. Vegan haben wir ja nie gesehen. Ja, und das wollte ich mal kosten, aber das war mir dann doch zu teuer. Für 2,69 so eine Mahlzeit als Mahlzeitersatz. Aber vegan habe ich gar nicht gesehen. Das waren wirklich nur die Standard. Tja, Marci, du weißt halt nicht, ob es jetzt vegan ist oder nicht. Diese Ich sag 2,69 im Angebot gerade. Guck mal, hier oben das Grüne. Da steht, glaube ich, vegan drauf. Und es ist keine Werbung. Da steht das hat Ronny einfach so gegriffen, weil er auf Zimt steht. Ja, fast, ja. Mhm. Also ich sag 3,69. Tatsächlich hat hier Marci, der alte Verräter, recht. 2,69. Ja, auch mit dem Angebot. Okay. Dafür kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen. Hm. Auch wenn das Zeug halt, ich glaube, allgemein so oder so in der Kritik steht. Aber ja, ich sag mal so,
wenn du jetzt einen leeren Magen hast und so weiter. Ja. Ich habe mir eine der neuen Sorten geholt, aber ich habe sie noch nicht probiert. Oh, also Punch Brown. Aber das ist sogar 1,5% nee. Fette Milch. Ist das die im Kühlschrank steht? Nein, die im Kühlschrank steht, das ist Normalpreis. Ich habe mich da schon richtig geärgert. Ach so. Ja, 2,69, dafür geht's, weil sonst waren die, glaube ich, bei 4,99 oder 3,99. Aber geschmacklich trotzdem nicht so geil. Also nee, ich finde den Zimt zu viel. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde den eigentlich dezent, den Zimt. Naja. Also. Ja, Ansichtssache. Naja. Aber der Geschmack da nebenbei ist halt nicht so mega. Aber hier, du bist mal zum Nachspüren. Aber Ronny, mir gefällt das immer besser. Ich bleib länger hier. Honig-Senf-Linsen-Snack. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ist auch Felinchen-Style. Ist ja auch Felinchen. Ach, shit. Ja. Mit Paprika. Ja, genau. Ich glaube, die hatten wir schon mal da gehabt, aber mich hat halt eben das Honig-Senf auch super angesprochen. Da hatten wir sie mit so einer roten Würzmischung. Ja, gab es links daneben, ja. Hm? Ich steck meinen Rüssel rein, Marci. Gut. Und ich sage, ich möchte davon nichts mehr kosten. Und Kai sagt jetzt, ich rieche nach nichts. Riech nicht gut. Nee, wirklich nicht. Wahrscheinlich, weil mein Rüssel drin hing. Und hey, guck mal da, grün und so. Überleg dir mal, die Folge geht als Podcast mal raus. Und du sagst immer, dass dein Rüssel drin ist. Bitte achte auf die Wortwahl. Aber das ist bestimmt, weil Linsen sind, deswegen riecht das komisch. Ja. Aber interessant auf jeden Fall. Mhm. Nee, weil mein Rüssel drin steckt. Boah, das riecht aber doll nach Kräutern jetzt so. Honig-Zimt. Ja, mega. Alter, mega. Ja, klar. Ja. Oh, die sind geil. Ja. Ich weiß. Kann man mal richtig wegschnabulieren. Das ist richtig. Aber also, kann mich noch dunkel an die Paprika erinnern, aber die sind hier noch besser. Wow. Bei der Paprika war das Problem, so nach dem dritten, vierten, fünften war man dem Geschmack überdrüssig. Zumindest ging es mir so. Hier geht's eigentlich. Und es hat alles. Und ganz leicht scharf, ne? Ich wollte sagen, so ein Rettich, Du hast halt wirklich auch noch sehr viel von diesem Felinchen. Und dazu kommt dann halt so ein bisschen Senf. Eine gute Würzmischung. Also so süß finde ich es jetzt nicht, obwohl Honig draufsteht. Boah, minimal, aber der, ich sag mal so richtig, Senf schmeckt jetzt auch nicht, aber gut gewürzt irgendwie. Genau, und halt ein bisschen salzig. War sehr lecker. Und ohne Weizen, ne? Also Honig, Senf, Zwiebel. Ja. Das war's, Schnittlauch ist noch mit bei. Boah. Lecker. Also kann mega, man empfehlen. Erbsenstärke und Linsenmehl. 100 Gramm. Und sogar... Ronny wird jetzt Werbegesicht. Nee, hast du gut ausgesucht, Ronny. Wenn wir jetzt noch wüssten, was die kosten. Ich sage, die Tüte kostet 2 Euro. 100 Gramm, 2 Euro. 2,29 Euro. Nee, ich sag, diese kosten 1,79. Ich glaube, so teuer sind die nicht. Ich sag 1,89. Viel Glück beim nächsten Mal. 2,09 Euro. Oh. Ist nicht günstig für 100 Gramm. Aber bei dem lohnt sich das. Manchmal muss man, glaube ich, auch ganz hart sündigen. Und die sind wirklich einstimmig jetzt. Ne? Alle haben gesagt, ist schon lecker. Und von daher... Kai, ich weiß nicht mehr, wie die schmecken. Gib mal nochmal her. Also wenn es die als große Variante geben würde zum Bestreichen. Warum gibst du die nicht in so einer XXL-Packung? Naja. Oder du holst dir Felinchen und baust dir selber so Kräuterbutter und. Nee, da kommst du nicht ran. War gut. Ronny, also muss sagen, eine mega Auswahl gerade. Ja, und weil wir gerade so ein sehr hohes Niveau haben, werden wir das direkt mal einreißen. Ich habe nämlich was richtig. Ja, gerne. Ich habe nämlich was richtig Geiles gefunden. Willst du erst gehen oder erst gucken? Wenn ich gucke, muss ich es kosten. Und nee, musst du nicht. Doch, dann, doch, dann hol ich Marci vor. Doch, doch. Dann hol ich Marci vor. Du kannst jetzt überlegen. Ich raus, komm. Obere Kamera bitte. Oh, geil. Was zum Bammer. Veganer Curry King. Nein. Wusste ich's doch. Schon als du die Packung, es ist komplett klar identifizierbar und dann kam da grün, kannte ich noch nicht, war mir klar, das muss eine vegane, vegetarische Version sein. Okay, ist das vegetarisch? Ja, vegetarisch, okay. Geil. Also normaler Curry King, wie heißt der? Curry Star heißt der bei Lidl oder Aldi? Ja. Aber das müssen wir mal schnell in den Mikrowelle. Und den gibt es übrigens auch in der Hot-Version, den normalen. Okay. Die haben wir, glaube ich, einmal geholt, die sind mir aber zu scharf, das schmeckt dann nur noch. Ist mal kalt, oder? Nein. Nein! Das muss warm gemacht werden. Das muss warm machen. Was ist hier los? Ich hab nichts gesagt. Anpieksen? Nein. Naja. Alle gleich jetzt meckern. Also, wer sagt denn, dass ihr was abbekommt? Also, das ist, wir sind hier auf einem ganz dünnen Eis unterwegs. Warum? Na, wenn man schon ist oder was? Vegetarisch verkosten. Also die Soße ist schon mal so, wie man es kennt. Dann müssen wir es so kosten, was es kostet. Da werden wir mal gucken. Ich würde sagen, wir kosten es einmal ohne extra Pulver. Also auf jeden Fall sieht es schon mal grün aus. Das muss Veggie sein. Heiß. Ist auf jeden Fall anscheinend, entweder ist es drauf gemalt oder ist wirklich ein bisschen angebraten worden.
Warum bin ich jetzt eigentlich nur im Bild? Oh, schön. Das war deine Sternstunde, wie sag ich mal, du hast. Komisch. Konsistenz vom Weißen her ist stückhaft. Ja, man hat halt keinen Widerstand. Ne? Du ist, ja. Also das so ist, ich meine, Wurst ist ja auch nur püriert und reingequetscht in so einen Darm oder so. Curry. Aber die ist bissfest, fester. Ach und so, anders. Ich mach mal Curry noch. Marci, wir sind noch nicht so weit, dass wir teilen. Ach so. Ja, nicht so viel. Boah, ich mach dir jetzt da Curry auf. Komm, ja. Aber er hat trotzdem noch mal die Gabel so, komm. Nee, eigentlich nicht, aber komm, doch. Vielleicht landet ja doch ein bisschen Pulver drauf. Er kommt ja gar nichts raus hier. Guck mal, da hast du noch ein bisschen Currypulver. Wusch. Ja, da ist ein bisschen was drin. So. Damit haben sie nicht egal, da kommt immer noch was raus. Da ist immer noch was drin. Also, die haben es gut gemeint. So. Ja. Also, und jetzt sagt mir noch mal einer, ob man diese Veggie-Wurst rausschmeckt. Ja. Ja. Echt? Ja. Also, die Konsistenz ist schon noch anders, aber ich muss sagen, es kommt dem näher schon als andere. Man schmeckt, dass es anders ist. Wenn es genauso viel kostet wie die normale Variante, hätte ich nichts dagegen. Also ich würde sagen, wenn es genauso, wenn sie es hinbekommen, dass es genauso viel kostet, dass man entscheiden kann, okay, es kostet das gleiche, normale Version, Veggie-Version, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich kein Problem mit, würde ich zur Veggie-Version greifen. Schmeckt meiner Meinung nach ein bisschen anders. Aber gut. Aber wenn es teurer ist, nö, dann würde ich zur normalen Version greifen. Ich finde, es schmeckt echt gut. Ja, naja, weil die Soße und die Würzung macht. Ja. Ich sag erstmal, dass es gleich kosten wird bei Curry King oder was das da ist. Ja, was hast du jetzt für einen Preis rausgehauen? Ich sag 2,50. Ja, ich sag 2,69. Vielleicht sogar 2,99? 2,99, ich sag 2,69. Oder ist jetzt schon bei 3,29? Haben die, ich sag 3,29. Dann sag ich 2,49. Keine Ahnung. Ist teuer geworden bestimmt. Also mich ich weiß ja nicht, was die so normalerweise kostet. Mich hat es jetzt nicht überzeugt, von der Konsistenz her. Nee, nicht. Nee, so als richtiger Bratwurst-Grill-Fan ist das nicht. Nee, ist so irgendwie fehlt. Ja, aber wirklich tatsächlich die Textur so. Aber wenn du das Original kennst, schmeckt jetzt aber besser ist als ja mit der Bratwurst. Das ist eher so ein Bockwurst-Style. Das stimmt wohl, ja. Erzählt ja, mal weiter. Ist ja. Die Soße ist gut, das kann man einstellen. Die Soße muss auch alle werden. Ja, dieselbe wie sonst, ne? Ich würde aber tatsächlich, komischerweise ist ja Veggie auch immer teurer, obwohl man ja eigentlich davon aussehen müsste, dass es günstiger sein sollte, ne, um wirklich als Ausweichprodukt. Sind wir bei 2,79. 3,19 €. Wow! Was hat die normale gekostet? Weißt du es zufällig? Unter 3 Euro. Es okay. waren, ich glaube, also teurer. Schade, ja. Auf jeden Fall weniger. Auf jeden Fall weniger. Ja, so, schön, dass es dir geschmeckt hat. Ich pack mal zu. Kannst du gerne mitnehmen. Dankeschön für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Mega, mega Ausfall. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin. Psst, Marci, komm mal ganz schnell. Ich hab da was richtig Geiles. Echt? Ja, richtig geil. Du wirst dich jetzt richtig freuen. Geil für mich. Du weißt schon, dass er dich nur baitet. Leute, damit sind meine. Ja, er baitet dich nur, damit er dich auch umsetzt. Oh nein. Ich weiß nicht. Oh, und jetzt hör auf. Oh, was, Corona? Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich vorm Regal stand. Aber hey, du weißt ja, Maike macht das Würstchen. Aber das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, dass man so Curry-Cola als Soße... Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich auch, was er meinte. Wenn ich sage nein, dann kann Marci kommen, dann hätte ich jetzt die Version bekommen. Nö, du hättest gar nichts bekommen, weil du wärst okay, ja dann habe ich mich entschieden. Monitor gewesen. Das ist meine Gabel, aber du kannst die dann hier nehmen. Auf jeden Fall interessant, denn gleich genau mal das andere Pendant. Wie lange war das drin? Kosten. 2 Minuten, jetzt volle Pulle. Mit der Konsistenz gespannt. Oh, das ist so einfach. 2 Minuten für das nächste Produkt. Ja. Hier, guck mal. Oh. Ach so, wieder ein Mixbier. Also, Marci, ich will ja jetzt mal nichts sagen, aber Ronny scheint dich doch ein bisschen gern zu haben. Ja, er kennt mich so gut. Mehr als Sophie, da gab es nämlich kein Bier. Ja. Ja, Sophie ist ja auch nicht da, da kann ich auch nichts für. Das hätte ich auch mit Sophie geteilt. Das ist ja auch so, sie ist ja auch so fies. Was ist denn nur Limette oder? Radler-Limette. Kellerbier, saftiger Kellerbier. Kellerbier ist das. Was, Kellerbier? Kellerbier-Mix. Ist halt die Lager, ne? Also Lagerbier. Guck mal, wie Marci seine Laune gleich. Ganz, auf meinem ganz weißen Glas ist halt auch trüb, ne? Boah, Ronny, ey. Ich mach mein Glas erstmal sauber. Y-Food Keller Bier Radler Limetten Mix mit Cinnamon Dust, nein. Stardust. Und Popcorn. Schmeckt gar nicht mal so und Popcorn. Möchte denn jemand noch was? Nein. Kannst du gerne aus der Flasche trinken. Sieht aber aus wie das andere Mixbier gerade. Ich möchte, dass du aus deinem. Ich habe auch noch die Pulle hier. Ich möchte nicht, dass du aus der Flasche trinkst.
Vielleicht hätte ja Daniel gern noch gekostet. Ja. So, da, würde, ich glaube, ja, da hat sich Daniel nicht so. Monats. Nee. SEI. So fick mir die Arbeit schön. Hui. Also alles beim Alten. Und Ronny? Weil der Waifu-Geschmack ist noch mit drin. Ist noch mehr Bier, ne? Ist mehr Bier als das andere, ja. Ja, tatsächlich. Ist wahrscheinlich also, nur so ein Spritzalimette drin. Und Kai, was wurde gesagt? Also, Radler. Das ist ein schönes Sommergetränk. Ja, schon, aber ich würde es nicht nehmen. Ich würde bei dem normalen Radler bleiben. Das schmeckt mir schon wieder ein bisschen zu stark nach Bier. Also, hier halt kommt wirklich auch der Bierschmack ein bisschen mehr durch. Hm. Aber die Limettennote ist auch wirklich ein frisches Bier. Also ja, das schon. Also die Frische ist da. Aber wie gesagt, mich persönlich stört ja mal so der Biergeschmack. Wie viel Prozent? Ja. Und das hat ein bisschen mehr. Würde ich sagen, 3%. Hier sind übrigens auch nur in dem, was ich hier habe, sind auch nur 30% Bier drin. Generell. Ja. Und 70% Fruchtsaft. Mehr halt. Ja, das ist so ein normales Radler, hat so 2,5. Hier ist 60% Bier drin. Also doppelte. Ja, deswegen schmeckt es mir nicht. Ja. Du kommt dem näher. Das hast du wirklich nicht gekauft. Ja, nur für dich. So, es hau, mal, hau mal einen Preis raus und dann hole ich dir deinen Kopf. Oh, jetzt habe ich ja vorhin so hoch gestartet. Wunder dich bitte nicht, wenn auf dem Weg hierher die Packung. Was war das vorhin? 85 Cent, ne? Vorhin war 85 Cent. Das kleine 0,33, das ist 0,5. Aber das ist, ich glaube, die Biere sind doch generell nicht ganz so teuer. Hat Marci überhaupt einen Preis gesagt? Ich habe mal Herrsch gesagt. Ja, Marci muss ja. Ich sage auch hier. Oh, jetzt kommt, Mutatus. Ja. Aber gut, dass hier oben so ein bisschen was rausgelaufen ist. Wäre eine Schande. Wieso hast du das nicht vor der Kamera? Das wäre ein super Show. Es wäre eine Schande, wenn man nicht kosten würde. Ja, aber wir waren jetzt gerade beim Bierpreisraten. Also, was sagst du? Also, das ist Marci gerade ja. Es würde dich wundern. Oh, das ist ja weniger. Aber ja, das ist richtig. Kostet genauso viel. Nee, also ich würde also sagen, dass es nur 79 oder 75 Cent kostet. Also ich sage jetzt mal 79. Ach so. Okay. Ich sage 1 Euro. Und ich sage, es kostet genauso gleich, 85 Cent. Ich sage 1,09 Euro. Ich sag, ihr habt alle überhaupt gar keine Ahnung, Marci ist fast richtig, 89 Cent. Oh. Da bin ich fast richtig. Ja, da bin ich 10 Cent zu weit unten. Und wie immer, Marci seine Sommergetränke. Aber im Hast Vergleich. Du? Ja. Reicht dir wohl nicht zuhört. Ist günstiger, weil es mehr drin. Ja, aber 0,5 zu Vergleich 0,3 ja. Für 89 oder schrägstrich 85 okay. Ist nice. So, ruppen auf das Ding jetzt hier. Ich hätte mal noch... Ihr müsst euer Pulver müssen. Darauf schmeißen. Oh ja, wo ist das Pulver? Nee, erstmal ohne. Erstmal ohne. Ja, ich mach schon mal auf. Ja. Die Soße sieht ähnlich aus. Das ist so eine Originalwurst okay. Und das hier so eine, ich nenne es mal Fake-Wurst. Also man sieht schon den Unterschied ne, in der Färbung. Also jetzt mal abseits vom Chili. Chili? Chili. Curry. Hi. Geil. Schmeckt nach Wurst. Mit Darm drumherum. Aber ist wirklich. Geil. Das ist ja wirklich. Das ist Bockwurst. Was machst du denn da? Na, erst Veggie, dann den Rest. Aber ich. Hast du auch einen mit deiner Gabel? Schmeckt die Cola in der Soße? Oder die ist einfach nur süß, wa? Süß, ja, auf jeden Fall. Aber. Ist ja nicht so, dass die Soße nicht vorher schon süß wäre. Also die Wurst ist, glaube ich, hier der größte Unterschied. Ja. Bitte auf jeden Fall. Also beim ersten Aufmachen hatte ich das Gefühl, ein bisschen Cola in der Nase zu haben. Jetzt habe ich aber irgendwie das Zeug am Finger. Also ist immer noch irgendwie eine Currywurst. Ist einfach nur eine Currywurst, ja. Ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt von mir vorgestellt, dass es ein bisschen süßlicher noch wird. Aber der Curry ist ja sowieso schon recht süßlich immer. Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich den Vergleich zu der normalen Curry King haben, um sagen zu können, okay, das schmeckt ein bisschen anders. Aber so, das mit Cola jetzt, wie sie drauf beworben ist. Also ich habe ja eben die Soße nur so gekostet. Hm? Da hast du schon eigentlich keine Cola rausgeschmeckt. Und ob es jetzt süßer ist, keine Ahnung. Spätestens, wenn du das Currypulver drauf kippst, schmeckst du ist ja garantiert keinen Unterschied. Also wenn die Soße nur so kostet und daran denkst, du würdest jetzt irgendwie Cola zu dir nehmen, dann kommt man vielleicht so auf den Trichter, aber ansonsten ist es dann eher so eine Kopfsache. Boah. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht mal einen Unterschied zwischen der originalen Soße und der mit im Cola-Mix merken. Das könnte sein. Aber ich habe halt auch keinen Vergleich, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich weiß nicht, wann ich das erste und das letzte Mal so eine Curry King gekauft habe. Gut. Theoretisch ist ja bei der Veggie-Version, könnte ich mir vorstellen, die normale Soße trotzdem drin. Das heißt, du kannst jetzt mal beide kosten und dann kannst du ja gucken, ob du was schmeckst. Ja, wie gesagt, es ist nicht eigentlich halt die normale Soße. Nee, bei der Veggie müsste die normale Soße trotzdem drin sein. Und jetzt die andere. Okay, und hier die
schmeckt ein bisschen fruchtiger, also ein bisschen mehr. Also, ja, aber so Cola schmeckst du nicht raus. Gut, Preis? Also ich habe ja gesagt, ne, 3,19 oder so waren es. Ja, das sind 2,99. Ja, ist günstiger, okay, stimmt. Unter 3 Euro, das stimmt auch. Ja, hätte ich auch gesagt. Oh, 2,89? Sag doch mal, was ist denn? 1,50 war im Angebot, weil sie keiner kauft. Ja, ich hätte jetzt auch 2,89 hätte ich jetzt gesagt, weil viel günstiger ist die nicht. Ist noch günstiger. Ich so sag 2,99, weil Cola drin ist. Nee, deswegen noch teurer. Das ist das Argument, aber es zählt nicht 2,69. Oh, okay. Okay. Ist jetzt das ist dann aber ein billig. Extremer Preisunterschied, ne? Oder? Dann wird die normale also, auch so kosten. Schon. Wahrscheinlich, ja. Gut, aber dann fest. 60 Cent Unterschied zur Veggie-Version, puh. Ja, ist halt so, davon ist noch nee, 40, so viel im Angebot. 3,90 Cent, wenn es nicht mit ankommt. 50 Cent. Vielleicht sitzt hier auch so eine Sonderaktion mit der Cola. Kann ich nicht beurteilen. Wie na gut, da steht ja nicht Coca-Cola drauf. Es ist halt nur Cola, ja. Vielleicht ist es auch so. Curry-Cola. Gut. Aber wenn wir jetzt festhalten, Konsistenz von der Veggie zur normalen Curry King ist ein Unterschied. Mhm. Geschmacklich aber auch. Rein vom Bissvergnügen ist es anders. Nimmt man jetzt einfach mal nur die Soße und den Gesamtgeschmack fällt es eigentlich nur bei der Konsistenz auf. Vom Geschmack dann letztendlich nicht mehr so. Sag mal, wenn man nicht den Ansatz hat, kompletten Ersatz zu haben, sondern guten Geschmack hoch, dann ist das auch eine gute Alternative. Ja, aber es ist halt viel zu teuer. Achso, der zeigt so ein Zeit. Also Marci, Ronny scheint dich echt gern zu haben. Ja. Nö, ich habe das gestern gesehen und fand das interessant. Wer jetzt in dem also Marci, Ronny scheint sich echt gern zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Ronny mag sich. Hm. Ja. Mögt ihr Ronny auch? Lasst jetzt ein Like da. Das war so billig. Ah, ich mag das. Die Schokolade will ich ja gar nicht. Ich will eigentlich nur das Spielzeug da drin haben. Na dann, mach mal dazu. Ah! Ich nehme die Schokolade und das Spielzeug. Er hat wirklich eine Funko drin. Eine Funko? Ja, soll ja auch Funko sein. Oder ja. War nicht in jedem Ei eine? Keine Ahnung. Das finden wir jetzt raus. Und da kannst du noch einen Bleistift zwischen machen oder was? Wofür ist das da? Kannst du auf den Stift stecken. Ja, so. Einen Stift, ne? Aber okay. Das ist ein sehr dünner Stift irgendwie. Ja. Hm. So, Marci, was hast du? Auch ein. Okay. Nee, da zoome ich nicht ran. Wollen wir das jetzt kosten, weil ich weiß, wie das schmeckt. Ich weiß leider nicht, wie es schmeckt. Möchte es jemand kosten von euch? Nein. Nee. Nein, gut. Das wolltest du doch hören. Guck mal, zeig dir mal, wie man es richtig macht. Ist aber auch sehr fest, das Zeug, ey. Muss man das vorher warm machen? So, und dann nimmt man diesen vollen Löffel. Du wirst es bereuen. Wird immer mehr im Mund und ist süß wie Sau. Warum? Aber nochmal ernst gemeinte Frage. Macht man das irgendwie süß? Macht man das irgendwie warm oder so? Weil ich finde das auch immer mega fest. Ob das löffelt man so raus? Aber wenn man es nicht so macht wie Ronny, dann brichst du dir da einen ab. Im Zweifel die Hosentaschenoption, ne? Auf Weichen oder was? Ja, Taschenbillard. So wie die Brownies. Ach, guck mal, Marci nimmt Metalllöffel. Der ist der Profi. So, auch wenn du den Mund voll hast, was sagst du, was kostet? Oh. In eigenen Euro? 99 Cent? Die sind teurer. Ich sag 2 Euro. Was? 2 ja. Euro das nicht, aber die normalen Kinder 1,29. Genau, 1,29. Kosten die nicht mittlerweile so viel? Dann sage ich 1,39. Nee. Oh. Wusste ich. Deswegen gehe ich auch immer schon geduckt hier. So, Bonnchen, wechsel dich. Preis haben wir immer noch nicht geraten, aber ich gebe jetzt die Antwort einfach. 1,19 kostet ein so ein Ei. Ist erstaunlich viel drin in der kleinen Box. Immer noch. Ja. Ui. Oh nein. Marci, obere Kamera. Jack links. Welche Version? Bonnie, ich mag original. Dich original. Biltong. Aber ist Biltong nicht auch eine andere? Das ist das afrikanische. Ah ja, ist was anderes, ne? Ja, es ist nicht das, also es war Jack Links jetzt in dem Fall, ja. Aber eigentlich ist es die Art und Weise, wie es, glaube ich, in Afrika hergestellt wird. Da gibt es auch so einen großen Shop, da kann man sich das auch bestellen in großen Portionen. Wahrscheinlich vom Kilopreis dann auch einfach günstiger. Also trotzdem Rindfleisch, aber eine andere Art der Zubereitung. Also ich muss, ja. Ich muss den Ronny jetzt mal erzählen, ich glaube, du hast da gerade eine mittelschwere Ehekrise ausgelöst, ja. In dem Kati da gerade nicht vorliegt. Gut. Ist halt so. Und an dieser Stelle stoppen wir das Video wirklich eh. Ist schon Spoiler! Riecht halt auch schön irgendwie anders. Hast du es noch nicht gegessen? Doch, bestimmt. Schmeckt mal nochmal. Biltong haben wir noch nicht geholt, weil das so teuer ist immer. Wir hatten damals bei so einem Shop mal bestellt. Ja. Aber ewig Jahre her. Das sieht aber anders aus. Ist aber eher so ein bisschen schinkenmäßig, ne? Ja, dünner geschnitten. Ach, ist andere von einer anderen Stelle des. Also es ist auch Rind, es ist aber dafür, dass es nur original ist, ist es halt schon trotzdem stark gewürzt und vor allem ziemlich salzig.
Ja. Zu viel, finde ich sogar. Und das darfst du dann am Preis warten. Zu teuer. Ja, gut. 70 Gramm, die Größe, man kennt sie normal. Würde tatsächlich so sagen, ja. Hier 5,99. Wenn nicht, sind noch mehr. Wie viel ist in der normalen Tüte drin? Da ist weniger drin. 75 Gramm und die kostet immer 4,99. Von dem normalen Jack Link. Wie viel Gramm sind da jetzt drin? Habe ich verpasst? 70 Gramm. 70. Also hat man hier 5 Gramm weggelassen und verlangt trotzdem 4,99. Das weiß ich nicht. Nee, aber ich glaube, Daniel ist wahrscheinlich sogar auf einer richtigen Spur, wenn er mit höheren Preis rangeht. Aber ich sage jetzt auch mal 5 Euro. Okay. Nee, das kostet bestimmt den normalen Preis. Ich sag 6,59 €. Ui. 4,49 €. Oh. Ist nicht billig. Nee. Aber immer noch nicht. Günstiger. Aber ja. Aber ja, wie gesagt, sind 70 Gramm. Mein Grundprinzip davor war das Doppelte an Fleisch wahrscheinlich. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Schokolade dran. Schön. Mm. ja, 4,69 € ist nicht günstig. Naja. Ich hab 4,49 €. Was naja, Ronny, hast ja noch ein bisschen was in der Tüte, ne? 4,49 €. Ja, hab ich doch gesagt. Gut, ich bin ja nicht so. Wenn wir schon mal bei salzig sind, dann haben wir mal richtig salziges. Und Essig dazu. Essig sogar. Mmh. Und Daniel hat vorhin schon gesagt, dass ihm die nicht schmecken. Ja, also hatte vorhin gekostet, die waren jetzt auch nicht so. Weil kann ich jetzt, verstehe ich nicht. Abgang, so tatsächlich echt. Zeig mal eine Kamera. Die sehen ja ganz aus. Die sehen genauso aus. Boah, wenn das jetzt eine Salzkruste ist, vor allem die sind ja so schon salzig. Nein, ist es nicht. Nee? Boah. Das ist halt so eine Kruste raufgetinscht, aber mit dem Essig. So schlimm ist es aber nicht. Doch. Lecker. Zum Glück, Glück konnte ich mir das Stück selber aus. Aber das ist einfach viel zu teuer für so ein bisschen immer. Ja, was glaubst du, was kostet? Was? Marci? Gerade im Mülleimer gelandet, stimmt's? Was kostet? Ich hab schon wieder vergessen, was die anderen gekostet haben. Ja, genau so viel kosten die auch. Ja. Warte mal, 1,19 €. 1,19 €, genau. Ja. Ja. Dem schließe ich mich kommentarlos an. Ja, ich sag noch 10 Cent mehr, 1,29 €. Richtig, 1,19 €. Naja. Ja, aber ich hab einfach der Mehrheit an. Ein bisschen, brauchst du mal zum Nachspielen? Also Ronny, das war jetzt nicht so das Highlight. Ich find schon. Oh. Ja, Ronny hat wirklich nur für sich gekauft. Sehr gut. Ich habe davon sogar 2 Flaschen gekauft, eine ist noch zu Hause. Ach. Also ist jetzt die Preisangabe, die wir nachher schätzen, nicht richtig? Nein. Nein, die haben wir selber gekauft. Nee, ich habe separat noch eine gekauft. Da ist er auch ganz kumpel und gießt sich erstmal einen ordentlichen Schluck ein. Und ja, dann ist ja auch 0,5 Liter, was ist los? Ist doch mehr jetzt genug drin. Dann gießt man Dani auch was ein. Nee, er will ja nicht, er hat ja kein Glas mehr. Dann nimm die Flasche. Ja, Karo, jetzt kennt man. Und schmeckt es. Aber ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ah. Das ist leider ziemlich teuer. Oh. Es gibt ja noch Vitamalz. Ist Vitamalz günstiger oder das? Das ist im selben Niveau. Es gibt großen Unterschied, oder? Köstet es da sehr teuer. Ja, was schätzt du? Was kostet die Flasche? Erstmal, ob sie ihm schmeckt. Schmeckt, hat er gesagt. Gut, ja. da sind wir auch so bei 95 Cent. Oh ne, das reicht nicht. Meinst du nicht? Ich sag 1,20. Also ich hätte über 1 € gesagt, aber dank Marci seiner, der ist ja sowieso, der hat wahrscheinlich alle Bierpreise im Kopf. Nee, also das ist alkoholfrei. Hallo? 1,20. Dann sage ich 1,19, ich habe keine Ahnung. Mist. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich zieh mal meinen Joker. Ja, keine Ahnung. 79 Cent. Oh, okay. Ja. Habt ihr mir vertraut? Ich weiß aber jetzt nicht, ob es im Angebot war. Ich habe einfach nur das mitgenommen. Aber ich trinke ja kein Bier, sondern mal gerne aus dem Karamalz. Scheint mir günstig. Aber welches richtig gut schmeckt, ist das Oettinger Doppelkaramell. Aber das gibt es ja, irgendwie nicht mehr. Ich find krass, dass es günstiger ist als das Limettenbier. Ja. Also als das hier. Ist ja die gleiche Marke. Wir wissen ja nicht, ob es vielleicht ein Angebotspreis war. Das aber scheint mir gerade auch gemerkt. Ein bisschen günstig. Ja. Aber ist doch gut. Gut, aber eine Highlight habe ich noch und dann haben wir tatsächlich alles durch. Super. Das ist auch schon eine Menge. Hebst du dir das für mich auf? Ist die Frage, ob es für Daniel auch ein Highlight ist. Du darfst was von abhaben. Außerdem weiß ja, was es ist. Dann dürfen wir den Vergleich haben. Oh. Yeah. Die nächste Kiste von Ronny ist dann nur noch Trockenfleisch. Und das ein Karamell Kiste. Und ein Karamell zum Wie viel Gramm darf ich da direkt? Ach, 70 wahrscheinlich, ne? Nee, eigentlich müsste es 75 sein. Nein, 70 Gramm. Oh, dann haben sie jetzt mittlerweile weniger drin gemacht. Und da sieht man schon den Unterschied. Ein bisschen dicker geschnitten. Ja. Oh, ein bisschen ist gut, ey. Ein bisschen anders.
Riecht anders. Deutlich würziger. Seelo, 70 Gramm dann auch nicht mehr so viel aus. Nee. Ganz andere Geschmacksrichtung. Ui, die werden immer größer stücken. Das ist auch gut gewürzt. Gemeint, ey. Auch ein bisschen salzig, aber vom Geschmack her deutlich runder als das andere. Ja. Und vom Fleisch her. Marci? Auch nee, anders. Danke. Ah, du bist ja satt, hast du gesagt, ne? Sind schon satt. Geil. Beste. Oh, also riecht viel fest. Das andere ist weicher. Na, war ja auch dünner. Auch dünner. So, dann bleibt nur noch eins. Was passt, kostet die Packung? Wir hatten vorhin 4,49. Genau, 4,50. Sind wir hier, ja, bei 4,49. Eigentlich hat die sonst immer 4,99, aber hatte die vielleicht Ohren an dem Boot. Ich bin da raus, ich sag auch 4,50. Daniel hat recht. Ja, ich sag einfach was anderes, einfach nur so. Und 4,79. Ja, Marci liegt jetzt völlig daneben, ist völlig falsch. 4,49 ist richtig. Kostet mich genauso viel. Subi. So, heb mal her, damit ich nachher Urlaub habe. Hey. So, und dann jetzt bleibt nur noch eins. Einhalten. Jetzt bleibt nur noch eins. Wir hatten ein Budget von 60 Euro festgelegt. Das haben wir am Anfang nicht gesagt, aber in dem letzten Video ist es mit rausgekommen. Was habe ich bezahlt? Alles in allem, große Auswahl. War auch eingeteuert bei. Gerade so Seeberger, Beef Jerky. Ich würde jetzt sagen, dass du knapp über die 60 Euro bist. Also so 63 Euro. Marci? Ihr seid bei 58, 75 gelandet. Dann sage ich, ich wollte eigentlich auch sagen weniger, knapp drunter. Dann sage ich jetzt zwischen Marci und den 60 Euro, ich sage 59. Mit Pfand und diesem Kassenzettel als Beweis haben wir 60,49 Euro bezahlt. Oha. Und wie viel ist Pfand? Ist da schon mit drin. Also ja, drei Flaschen. Die drei Flaschen halt. 3 mal 8 Cent. Steht irgendwo, ist auch real. Ja. Also 60, Pfand, 25. Pfand, und da ist Pfand 3 mal 8 Cent steht. Ist mit drin. 24 ja, Cent. Also 60,49 Euro. Also Daniel liegt näher dran, oder? Was hast du gesagt? 63. Ah, nee, dann liege ich näher dran. Ja. Preislich im Limit. Gut, dann darf ich mir jetzt was aussuchen. Disqualifiziert, weil Preis überzogen. Du kannst die Veggie aufessen. Dann hätte ich jetzt gerne die beiden Trockenfleischpacke und das Karamell. Und die Seeberger, wa? Und die Seealgen-Dinger hätte ich auch gerne. Und du darfst dann zugucken, wie ich sie nicht essen mag. Das ist jetzt irgendwie ein ganz cooler Nein, alles gut. Ronny, Daniel hat es jetzt schon vorweggegriffen. Man sieht eindeutig deine Handschrift bei deiner Produktauswahl. Und, was bisher aber noch keiner gemacht hat, dass er mal richtig, außer vielleicht bei Kati mit dem Krabbenfleisch, so ein bisschen richtig arschig ist und sagt, komm, das, ich weiß, du magst es nicht, aber du musst es jetzt mit mir kosten. Und ich muss sagen, ich fand echt geil, was ich da mit dir verköstigen durfte. Also ja, kannst gerne du hast öfter auch so eine Glück Kiste, gehabt. Kannst gerne öfter so eine Kiste packen. Schöne Auswahl. Ja. Ich bin gespannt auf die nächste Runde. Ja, vor allem wer? Mal so eine kleine Inspiration, wie das so aussehen kann. Ja. Mhm. Ich habe nur noch Bock gekauft. Dani hat sich gerade freiwillig gemeldet, habt ihr gehört? Nee, wir müssen wieder ausstoßen. Ja schon, stimmt. Komm Marci, hier, Fazit. Fazit? Tolle Box, tolle Runde. Ronny denkt viel an sich selbst, das ist toll. Aber schmeckt uns ja auch ab und zu mal mit Sagt Glück. Sagt der da, weißt du, schön den Bierchen gekriegt hat und der da seine Curry, geile Version. Oh, pure Glück, das ist ein Ja, waren auf hohem Niveau. Was ich richtig gerne esse, war zum Beispiel Anibal. Das tut mir total leid und das weiß ich anscheinend auch nicht. Nö. Popcorn. Ronny hat ja auch für sich entschieden. Richtig. Also und falls ihr wissen wollt, ob die Ehekrise überwunden wird, dann schaltet das nächste Mal ein. Folge ein, genau. Wird schwierig. Also, dann dürft ihr nochmal kurz abstimmen, wer vielleicht beim nächsten Mal so eine Kiste packen soll. Drei Mann waren ja schon dran oder drei Personen waren schon dran. Marci, Sophie und ich. Genau. Und dann haben wir noch drei im Raum sitzen. Daniel, Kati und ich sind noch offen und wir werden wieder eine Abstimmung auf YouTube starten. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mal euer Highlight rein und ihr könnt ja auch mal sagen, von den drei bisherigen Kisten, wer es am besten gemacht hat. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kann man ja da uns was das ohne Sympathiepunkte. Ohne nüchtern betrachtet. Dann trinken wir das schon. Ohne trinken wir das Schluck. Also, haut rein, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Prost. Prost.